Frage, ich habe eine Frage. Hallo. Hi, Niki. Musst du euch noch kurz umschalten? Ihr wart noch mal auf Lautsprecher. Okay. Ich bin Einen eben wunderschönen guten gestorben. Abend, liebe Community. Wir sind heute wieder auf Momentum und Sie sehen gerade nonstop herumexperimentieren mit unserem speziellen Buch und einem wunderschönen Jetzt. Rüstungsständer. Bist du schon Ja, da bin ich live jetzt und so? gerade am Bearbeiten. Willst du auch so Ich ein habe Buch? eine Frage. Was ist denn das für Nonstop. ein Buch? Halt, nimm dir eins von weg und dann, ja. Ist doch Gib mir mal umbenennen. 14 zurück, danke. Ja, hört ihr mich eigentlich? Ja, ne? Ja, wir hören Nein, dich. nein, nein, ich höre dich nicht. Gut, das kannst du auch gut, Non. Was kann ich gut? Guten Und Abend, Mutti-Mut. naja, Spinnen, ich bin nicht so Spinnenfan, so ganz ehrlich. Also ich distanziere mich ehrlich gesagt auch von. Seid ihr beide schon live? Ja. Ja, ich bin Ja. live. Denn hallo ihr zwei, oder denn hallo ihr lieben Zuschauer von Ja, nun und der Wusimu lieben ist auch Buchu. schon da. Er ist gerade Und reingeschneit. hallo, Wusimu, zwei der andere Chat Richter. von den anderen, die hier auch anwesend Genau. sind. Genau. Ein herzlichen guten Abend auch an die So, Community aber von Nonstop. jetzt will ich da noch umbenennen. Irgendwie kann ich das dann umbenennen. Da jetzt. Kann man mit dem Buch einige Sachen machen, weil du da gerade am Ja. Experimentieren bist? Ja, ich habe jetzt die Arme gemacht. Der hat jetzt da den Ding. Jetzt bin ich gerade am Schauen, wie ich den umbenennen kann. So, ich habe quasi für ihn ausgeschrieben, weil die Rio hat mich Umbenennen, damit versorgt. Okay. umbenennen. Wie kann ich denn das Halt, umbenennen? ich sollte schreiben lernen. Es wäre Wie schön, wenn kann ich denn alles das auf Deutsch umbenennen? wäre. Habt ihr kein Englisch? Ja, und hallo, Sios, Doch. Hallöchen. Kann man mitspielen? Man kann sich Hallo. bewerben, wenn du Hi. 18-jährig bist. Kannst du eine Wo? Bewerbung abschicken? Hast Wo? Zeit bis zum 31. März. Denn wir bräuchten Ach, hier das noch sollst du doch behalten, oder drei nicht? Ich Mitglieder. habe schon eins. Ach so. Aber wie kann ich denn das umbenennen? Oh. Jetzt nimmt er einfach. Hallo! Wieso höre ich dich jetzt doppelt? Ich will vielleicht hinter dir schauen. Ach so, hast du noch auf Lautsprecher, Sky? Wer klaut hier meine Rüstungsständer? Eigentlich nicht. Komisch. Du hast ein Problem, Bubu. Was denn? Wieso musst du auf Toilette? Mach Haben wir schon ein öffentliches Örtchen? Seid böse. Einen schönen Abend. Da, Checktage. Ich habe heute mal beschlossen, keinen Blödsinn zu machen. Jetzt machen alle anderen Blödsinn. Oh Mann. Ach, schade. Bitte den Alter nicht in den Chat schreiben. Moni, kannst du das bitte noch rauslöschen, bitte? Hörst du dich immer noch doppelt, Niki? Nein. Ich habe auch Perfekt. Non doppelt gehört. Aha. Ja. Immer hier die Schuld anderen Leuten zu schieben, Non. Ja. Was denn? Ja. Moni, hallo? Nicht das Alter Ey, schreiben. Kann das Niki, bitte jemand das wäre doch eine super rauslösen? Idee. Wir bringen Non dazu, mit uns zu spielen und lassen ihn alleine. Du meinst bei dem Spiel, was wir gerade gespielt haben? Ja, danke. Naja, Hauptsache, er lässt mich nicht so alleine wie du. Einfach Hallo, du Ich machst guck auch tot, du schon, was wir hier machst tot. machen. Was soll ich denn machen, wenn du tot bist? Da kann man doch nur weglaufen. Ja. Da war ein Geist. Die beiden streamen schon. Hui, da war ein Geist. Warum bin ich jetzt im Ja. Survival? Ey, Non, musst du Bubu hauen. Das ist, Gewalt gegen Frauen ist gar nicht gut. Wieso ist hier eigentlich gerade so viel Schnee? Ich weiß es nicht. Problem gelöst.
Also, nee. Was ist das denn, du? Was ist denn da? Das war ich nicht. Nein, ich meine, das war Gucci. Hallo, wo ist jetzt, hallo, wo ist es da, meine, hallo, wo ist es da? Wieso haben die meine Füße weggemacht? Drei Mal im Fußboden. Ja, genau. Wie praktisch man hier Spieler sich entledigen kann. Slash kill, ne? Das ist nicht nett. Gut, Nonstop hat mich gerade geärgert. Genau. Böser Nonstop. Wer hat mich gerade vorhin gekillt? Wer war jetzt das eigentlich? Ja, wer keine wohl? Ahnung. Bubu. Leg dich nicht mit der Chefin an. Heute 7 da sein, wenn ich mich nicht verguckt habe, ne? Lass es. Ich habe nichts gemacht. Du wolltest was. Aber eine andere Frage, hast du schon mal gesehen, dass du hast beim Kinn unten dran einen schwarzen Punkt. Ja, das ist mein Pickel. Ja, du musst ihn vielleicht mal ausdrücken. Der sieht nicht gut aus, den schwarzen Pickel. Der muss ausgedrückt werden. Das ist ein Luftloch für mein Gehirn. Das ist dein Virus. Bleib mal so stehen, bitte. Das ist dein Virus. Hat sie wieder vor? Was hat Guck sie mal, vor? Sie spielt mit Bauklötzchen. Ja, hi. Wo bist du denn? Du bist mit dich immer beiseite, Mufu. Nee, also, das ist mein neuer Freund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ich hab ne Ahnung, was Wie hoch ist deins? Warte, halt mal still. 3. Jo, Was hat die vor? Wie so, den brauche ich jetzt. Machen? Jetzt will ich noch mal. Schwarz. Ich glaube, ich habe es nicht ganz getroffen. Ich kann da nicht ganz so gut. So, ich brauche zwei Schwarz. Schwarz. Nehmen wir noch den als Schwarz dazu. Das passt. Wieso hast du da jetzt den Stein gemobbt? Entschuldigung! Das war ein Versehen. Ich hab nichts gemobbt. War ein Versehen. Nee. War ein Versehen. Nonstop hat auch schon... Nee, warte mal nochmal. Bleib doch mal stehen, Mensch. Wie soll ich denn dich... Foto. Das war ich jetzt nicht. Ich war's nicht. Und übrigens, warum haben wir jetzt hier nicht mehr diese Dings hier? Die Truhen? Was? Was für ein Truhen? Wenn man stirbt, sind die Truhen nicht mehr. Du meinst Grabstein, das wird wahrscheinlich noch kommen. Lieber Vergesst Mann, nicht, Like und Appetit zu sagen. Ja, genau, danke. Sag mal, wie soll ich ihn denn so machen? Wer macht wenn das? Wenn ihr ihn immer kaputt macht. Ich bin gerade mit was anderem beschäftigt. So. So. Da ist noch eine Treppe. Nonstop. Ja, wo ist die Treppe? Du stehst mir noch Bild. Ich bin noch nicht ganz fertig. Warte mal, denn zwei. Das hier? Kann auch sein, weil das per Befehl aus, dass deswegen kein Grabstein kommt. Ich muss mich Brauch mal irgendwie kurz noch? Töten, um rauszufinden. Jetzt gebe ich. Das damit zusammenhängt, weil sonst muss ich Kirito Bescheid sagen. Hey, hallo! Ey! Ja, ich spring jetzt mal mutig nach unten. Mal kurz überprüfen, sorry. Aber du bist ja schon wieder in deinem Haus. Was machst du denn in deinem Haus? Oh Mann. So, ist jetzt ein Grabstein hier
Oder ich glaube, eine Sache fehlt nur, du hast hier die Grabstellen gehen anscheinend. Das Zeug verloren. Was ist denn das hier alles für ein Krempel? Warum habe ich hier Sachen von... Passt das? Okay, muss ich ihm Bescheid sagen. Sky, passt das? Ebenbild von Non? Oder vielleicht hier, warte mal, hier noch einen runter so. Ja, sieht nicht schlecht aus. Sieht so, okay. Gucci, was hast du vor mit dem ganzen Rüstungsständer? Bubu, ich bin fertig. Okay. Ich mach's natürlich wieder weg, ne? Ja, alles gut. Ich will nur mal einen Screenshot. Also, mach mal gesagt, deine Dinger da alle weg. Die Grabsteine gehen nicht. Ich hab Kirito schon Bescheid gesagt. Ich wollte nämlich ein Bild machen. Also ein paar Sachen. Non, stellst du dich mal davor? Ne, nicht so davor. Das ist zu hoch. Unten bei deinem Halstuch. So. Gut. Kopieren. So, wo sind wir denn da unten? Wo besser? Ich habe mich hingestellt. Okay. Ich habe das Bild schon reingeschrieben. Oh. Gut, also die Grabsteine. Ach, das war das Falsche. Nicht. Mist, er hat es nicht genommen, sehe ich gerade. Ist egal, du bist drauf zu sehen. Also das Bild ist drauf zu sehen. Aber da beim einen Bild, da stehe ich noch nicht davor. Ist egal jetzt. Ich habe mich verklickt. Also echt, Ich glaube, Bubu will. Oh mein sagen. Gott! Wenn ja, sie noch keine 20 Minuten am Stream, noch 20 Minuten am Stream und schon zwei Clips wurden gemacht. Ach Mensch, was ist denn hier los? Ich wollte mich hinsetzen. Du musst nicht. Leere Hand haben. Geht nicht, doch jetzt. Ich denke, du wolltest was sagen. Wieso setzt du dich denn hin? Ja, weil ich warte, dass ihr jetzt aber alle hier sitzt. Gucci ist irgendwie in seinem Haus. Sind wir denn schon drin. Vollständig? Nee, Padma kommt ein bisschen später. Ach so, okay. Dann ist gut. Hi. Und Gladys weiß ich nicht, weil, wie gesagt, die mit ihrem Monitor noch kämpft. Durch das Update wieder. Die das hinkriegt. Ich mir nebenbei mal was Flüssiges ein. So. Also, wir sind ja immer noch am chilligen Bauen. Und au! Ja, Sky, du hast, glaube ich, noch kein Büchlein von mir bekommen für die Rüstungsständer. So, bitteschön. Also, das hat nämlich folgende Ursache. Wir haben ja uns gefragt, warum der Bereich hier so geleckt hat. Also, es war Tatsache. Laut Rios Auskunft hing das damit zusammen, ihr wisst ja, ich habe ja mal mir die kleinen Statuen hier überall aufgesetzt. Und dann gab es ja noch das fließende Wasser und die ganze Brunnenanlage und dieser Springbrunnen mit diesen Pfeilen. Und wir haben festgestellt, dass die Kombination an sich einfach zu viel ist, dass es natürlich bei einigen dann anfängt zu lecken, der Bereich hier. Und mit diesen Büchlein... Ich glaube, ich muss gleich dreifach Kill machen. Nein, brauchst du nicht, nein. Also, und das mit dem Büchlein hat nämlich folgendes Aufsicht. Und zwar hat Rio mir erklärt, dass man einen normalen Rüstungsständer quasi ja anzieht, dann ist das wie eine Entität. Und wenn ihr das aber mit dem Büchlein macht, dann wird das irgendwie gefixt. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, so ein Rüstungsständer, wie gesagt, also ich zeige euch das mal. Der steht ja, der klebt ja hier an der Wand. Ja, seht ihr das? Da ist ja kein Block drunter. Jetzt muss aber das Programm die ganze Zeit berechnen, dass dieser Block nicht runterfallen darf. Weil der Block gehört ja zu dem Rüstungsständer, ne? Der ist ja da drunter. Aha. Ja, also wenn ihr so einen Rüstungsständer aufbaut. Ja? So, und wenn man jetzt zum Beispiel mit diesen Büchlein arbeitet, dann wertet der den Rüstungsständer quasi als eigenständigen Block. Das heißt, normalerweise, wenn ich den jetzt hier wegnehme, ich würde es jetzt nicht probieren, weil ich nicht weit weiß, inwieweit Rio die alle schon ausgewechselt hat. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Block da drunter wegnehmt, den ich hingesetzt habe, dann würde der hier quasi an der Wand kleben.
wie ein Block. Sonst würde er, wenn es, wie gesagt, normaler ist, dann runterfallen. Mhm. Ja? Also, okay. Das heißt, das Spiel muss jetzt nicht dauernd berechnen, sondern es wertet das quasi als Block. Aha. Ja. Okay. Deswegen das mit den Büchern. Also, wenn ihr mal ein bisschen mehr mit Rüstungsständern und so machen wollt, dann nehmt das. Aber eine andere Frage. Kann irgendjemand eine Übersetzung von dem Buch machen? Ja. Mit diejenigen, die nicht so Englisch können, wie zum Beispiel Niki und ich? Nein, ich habe meinen eigenen Trick. Ja. Wie? Ich habe zwei Tricks. Einmal Google und einmal Handy. Da gibt es nämlich über Google eine Funktion, dass du dir das einmal, das was du auf dem Bildschirm hast, dass du dir das 1:1 übersetzt. Genau. Warte mal kurz. Kurz mal versuchen. Handy nehmen. Übersetzung. Kamera. Wirklich? Da musst du aber über Google halt, ne? Da gibt's ja Mikrofon und dann diese komischen Kasten da. Ja. Weil, wie und da gesagt, musst du dann halt noch auf Übersetzen umstellen. Oder Cooper, weißt du, ob es dieses Buch für die Rüstungsständer in Deutsch gibt, das Ding hier? Ich glaube aber hier? Eher nicht. Ich glaube, das gibt's nur auf Englisch, ne? Muss man sich dann mal einfuchsen. Aha. Ich bin deine kleine Schwester. So, auf jeden Fall, wie gesagt, soll das halt. Nein, du bist meine große Schwester, Niki. Also sagen wir mal, verhindern, dass hier zu viel Performance geklaut wird. Google Lens kann das auch, genau. Google Lens heißt das. Wir warten alle. Moni, auf was wartet denn ihr? Darauf, dass ich euch endlich sage, was ihr zu tun habt. Ah. Nonstop Space in die Luft jagen. Nee, das ist zu viel. Also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall natürlich unsere Dinge heute weiterbauen, damit wir so ein bisschen aus dem Puschen kommen, also wieder chilliges Bauen. Ich habe vor, mir jetzt die neue Kirche von Gucci anzugucken. Ich habe die nämlich vorhin entdeckt. Da habe ich nämlich mein Thumbnail gemacht. Eine Kirche? Was für eine Kirche? Noch eine Kirche. Wir haben jetzt vier Kirchen. Also eine Oder haben wir drei? Nein, drei. Aber dann kann ich mich ja gar nicht entscheiden, zu welchem ich zum Gottesdienst gehen soll. Muss ich jetzt einen Würfel werfen? Dann brauchen wir sechs. Was? Na, dann kann ich wenigstens beim Würfel. Es gibt doch keinen Würfel mit vier. Jetzt geht sie. Aber Bubu. Nein. Tut mir leid. So, auf jeden Fall, wie gesagt, wollte ich jetzt mal gucken, was der Gucci da hinten noch gebaut hat und so ein bisschen noch ein bisschen rumgucken, weil, wie gesagt, Sky ist ja auch relativ weit mit Niki gekommen. Und damit wir so ein bisschen Fortschritte sehen, denkt dran, das sind alles Entitäten, die ihr hier hinschmeißt. Jetzt ist gut. Ich muss doch üben. Ich klau dir gleich das Ding. Das kannst du hinten bei dir dann üben in Ruhe. Genau. Oh. So, okay, auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich jetzt vor mir das angeguckt. Jetzt hast du ihm das Schlimmste angetan. Du wolltest ihm das Ding klauen. So, ich möchte... Oh Mann, es ist doch nur 10 Uhr. Es ist doch nur 10 Uhr. Mit... Okay, ihr kuschelt ich, beide so, mögt ihr euch? Nee, also ich mache mich jetzt auf den Weg zur neuen Kirche und will mal gucken, weil ich habe gesehen, da ist nämlich nicht nur eine Kirche entstanden, sondern schon fast wieder ein ganzes Viertel. Oh, Padma kommt! Oh. Alles klar, ich werde dann weiter bei meiner Schule bauen. Weil das ist ja immer interessant, denn so für die Zuschauer, was ich hier alles so drumrum immer tut halt. Ist doch irgendwie nervös. Ich bin schon bei der Kirche. Fußpilz, die Füße jucken, glaube ich. Ja, ich bin auch nervös. Immer deine Füße waschen, nervös. Die jucken. Nervös. Nervös. Die jucken. Nervös. Ah, ich nervös. Okay. Nervös. Dann bis später. Nervös. Okay, ich gehe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, wo ist die Kirche? Hat man noch Startschwierigkeiten. So, einfach mal schön. Ist, wie gesagt, wir sind da jetzt. Einfach folgen. Wir müssen der Community noch was erklären. Also der Grund, warum momentan manche so rein, raus gehen, hat einfach den Grund, wir sind ja jetzt auf den neuen Server umgezogen von Utopia und wir haben noch nicht alles zur Verfügung und wir mussten alles auf die 1.20.4 hochzwitchen und einige haben da Probleme mit den Mods.
weil nicht jeder spielt auf der 21.4 auf dem Community-Server. Das heißt, also für mich war es einfach, ich musste gar nicht wechseln. Ich habe einfach nur das gesamte Mod-Paket quasi in meine Einstellung für Momentum jetzt übernommen. Das heißt, ich muss nicht mehr switchen, weil ich gehe ja über den Hauptlauncher. Und andere hatten dann zum Beispiel wieder Gucci das Problem, dass die Invoice plötzlich nicht ging oder er konnte nichts abbauen und nichts hinmachen und ja, das war ein ziemliches Chaos. Warte mal, ich muss mal gucken, wie wir da hinkommen. Wir müssen irgendwie hinten lang. Hinten, ich glaube hier hinten. Hinten lang. Ja, da hinten ist ja, haben wir ja gesehen, ist letztens ja so ein Tor entstanden. Ich glaube, die Kirche müsste da auch hinten versteckt sein. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also ich sehe noch nichts auf der Karte, dass hier irgendwo eine Kirche sein sollte. So, ich muss mal gucken. Da kann sie nicht mal hochlaufen hier. Ach, wir hätten vor dem Krankenhaus laufen können. Auch nicht schlecht. Okay, auf jeden Fall ist das ganze neue Gebiet, was der Gucci hier gebaut hat. Das ist übrigens eine der legendären Feuer... Aachen. Ah, der ist ja schlimmer wie ich. Normalerweise klinge ich. Und hier kommt ihr quasi schon wieder in ein nächstes Stadtviertel, würde ich mal sagen. Es sieht relativ schweizerisch aus. Mit diesen vorgezogenen Häusern hier. Ich finde das gar nicht schlecht. Und hier hinten steht die legendäre Kirche. Schaut mal. Sieht aber klein aus. Eine neue kleine Kirche. Ja, es ist eine Kirche, keine Kathedrale. Ja? Vielleicht könnte auch eine Kapelle sein. Na, eine Kapelle, da ist es wiederum zu groß. So, dann wollen wir nochmal schauen, weil der Gucci ist ja hier. Ja, ich sehe ihn nicht. Er ist hier irgendwo. Ich weiß nicht. Er ist aber nicht da. Der Kaplan, Priester oder was auch immer. Das ist auch sehr hübsch. Also, die Idee finde ich auch wahnsinnig hübsch hier mit diesem Kupfer und ja, schon relativ, ja, wieder ganz, ganz andere Blöcke verwandt. Schaut mal auch mit diesen Torbögen und so. Ich finde das sehr, sehr schön. Die Verwendung von Kupfer und dem Glas hier. Es ist richtig, wenn die Sonne hier so reinscheint und der schöne Altar. Ich muss sowieso mal sehr gucken, wie ich in die Kathedrale noch irgendwie. Aber ist das jetzt eine evangelische, katholische oder was ist das? Ich weiß nicht, vielleicht irgendwas Gemischtes? Was gemischt? Also auch? Hier hinten ist ein Altar und hier vorne ist eine Kanzel. Also kein Altar, das ist eher so die Kanzel. Also ich glaube eher, dass der Gottesdienst hier stattfindet. Ja, aber hier hinten und muss ja auch hallo, was stattfinden. Sven, Lars, herzlich willkommen in meinem Livestream. Echt, ist das eine Freimaurerkirche, so mit Geheimbund? Keine Ahnung. Was? Keine Ahnung. Tempelritter? Ich weiß es nicht. Wir fragen doch einfach Gucci, wenn wir ihn finden. Ja, wenn wir ihn finden, aber wo ist der? Vielleicht rufen wir ihn einfach auf mal. Turm? Vielleicht ist der ja. Wollen wir ihn rufen? Gemeinsam? Gucci! Gucci, wo bist du? Wir gehen überall. Gucci, hallo. Hier kommt man gar nicht durch. Ich flieg mal ein bisschen herum. Aber ich finde das sehr schön. Schaut mal, dieses tolle Kreuz. Das ist Gucci. Ja auch eine Idee. Schaut mal. Der hatte einfach diese Dinger genommen und hat da einfach Falltüren dran gesetzt. Das ist ein sehr hübsches Kreuz. Schaut mal, wenn man das so von der Seite sieht, ja. Sehr hübsch. Könnte katholisch sein. Habe nicht katholisch mal wieder. Hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Hallo Gucci. Hallo? Du bist aber fleißig. Wir haben uns gerade gefragt, welcher Konfession deine Kirche angehört. Sind das die Tempelritter oder ein Geheimorden? Nein, das ist eine normale Kirche. Evangelisch oder katholisch? Ich würde sagen katholisch. Evangelisch oder katholisch? Evangelisch. Evangelisch. Okay. Also ich habe ihn ja begeistert. Du zimmerst ja hier ein ganzes Stadtviertel hin. Wow. Jo. Mit Stadttor und allem. Es ist richtig gut. Hier gehört bestimmt auch noch eins. Ja, es ist richtig gut.
Nein, 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 nein. Nicht, er baut nach ganz bestimmten Schemen. Der hat seine Baupläne da. Nein, 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 nein. Nein, ich aber das ist doch ein Block darüber. Nein, 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 das nein, nein. Das ist so wie bei dir mit der Abfall. Das ist ganz, ganz schwierig, wenn man sich dann. Nein, 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 nein. Aber das muss doch einheitlich. Nein! Nein. Das wird anders. Ich habe so eine Ahnung, was er da macht. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich das sehr, sehr schön. Auch mit der Feuerwache. Ich finde die sehr, sehr hübsch. Und dieses Stadttor und so. Ich finde das richtig genial. Richtig genial. Weil das so langsam so zu einem zusammenwächst. Das ist richtig schön, wenn die Leute dann quasi so von außerhalb kommen, durch Stadttor kommen. Das heißt, wir haben hier schon mal so einen Eingang. Und ihr wisst ja, wir bauen ja so ein bisschen gemischt aus deutscher und schweizerischer Renaissance. Ja, ich bin nonstop schon wieder getötet worden. auf jeden Fall so eine Mischung aus beiden. Und ja, während der Gucci sich quasi hier hinten so ein bisschen mehr um den schweizerischen Teil kümmern wir uns hier halt so ein bisschen um den deutschen Raum. Und mittlerweile haben wir halt auch gesagt, wir werden auch so ein paar venezianische Dinge oder andere Einflüsse reinnehmen, so wie mein, ich sag mal, arabisch, aus dem arabischen Morgenland sozusagen, oder ja, Morgenland, so für den Gewürzhändler hier halt so eine Residenz. Dann hier meine kleinen Stadthäuser und wie gesagt, es wird immer weitergehen. Und wenn man hier zum Hafen kommt, dann wird es immer wieder also noch norddeutscher, das heißt viel Backstein und solche Dinge. Also, wie gesagt, wir bemühen uns. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit Ecki vorangeschritten ist. Ja, vielleicht könnt ihr jetzt schon ein bisschen was erahnen, was das. Mal sehen. Wer es weiß, kann es ja mal in den Chat reinschreiben. Was meint ihr, was das ist? Was wird das? Was könnte das werden? Weil einen Bereich haben wir ja noch gar nicht abgedeckt in der Renaissance. Und um den kümmert sich sozusagen Ecki. Ja, ihr könnt es ja mal reinschreiben. Was meint ihr, was das ist? Also hier, wie gesagt, ist die Hafenanlage, die jetzt Stück für Stück voranwächst. Da wird es dann auch noch Schiffe geben und alles Mögliche. So, jetzt wollte ich mal gucken, wo die Padma steckt. Oh, ist Padma. Wir machen das mal einfach. Teleport. Obo zu Padma. Oh. Guten Tag. Hallo Padma. Ich war gerade so ein bisschen mal hinten bei Gucci gucken. Das ist ja richtig, also mittlerweile hat er ja schon so einen richtig geilen Eintritt in diese Stadt gemacht. Wenn man ja, quasi cool. Vom Land kommt, das wächst da richtig mit, also richtig Feuerwache und Händlerhäuser, also so für die Ärmeren halt, also relativ einheitlich. Also ich finde das sehr, sehr schön. Mhm. Noch eine Kirche. Sehr schick. Ja, ich wollte gerade zum Hafen, aber dann ist mir eingefallen, nee, ich muss ja in die andere Richtung, nach Italien. Nach Italien, ja genau. Ja, dass ich da weitermachen kann. Genau, da wollte ich dich nämlich kurz begleiten, weil wie gesagt, wir haben nämlich wieder ganz viele neue Zugucker und die wollen okay. Das bestimmt sehen, was du da machst. Gut. Dann können wir ja okay. Da mal hinfliegen. So. Ja. Ah, das kriegen wir hin. Einmal Runde über Nonstop seine Abtei. Irgendwie ja. Hier war das doch. Warte, ich muss mal gerade gucken. Ah ja. Ja, guck mal. Also seht ihr... Ja, ich habe die Karte auch noch nicht. Ja, das ist Wahnsinn. Hey, wir sind ein bisschen lost momentan mit unseren Epochen. Weil wir haben nämlich, wie gesagt, die Version geändert und bei mir zum Beispiel sind alle Dinge weg. Was ich, wie gesagt, schön finde, wie gesagt, der Nonstop ist jetzt an dem Teil der Abtei dran. Ihr seht, er hat noch relativ viel hier zu machen. Da hinten, wie gesagt, die Mauer und. Ihr seht, seit er quasi hier bei uns im Team ist, baut er fleißig an seiner Abtei hier. Und ich muss schon ehrlich sagen, genau, Wusimo, die Form bekommt mir bekannt vor. Ja,
Was könnte das sein? Es gibt einen ganz wichtigen Bereich aus der Epoche, den wir nicht abgedeckt haben, um den sich Ecki gerade kümmert. So, und jetzt muss ich mal mich zur Padma porten. Ja. Teleport. Bubu zu Padma. Ja. Plupp. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe gerade so gesagt, also wenn wir mal überlegen, wie lange wir jetzt hier eigentlich bauen, also Nonstop, der baut ja quasi seit dem ersten Tag an seiner Abtei. Ja, das stimmt. Ja. Und er hat ja auch noch relativ viel zu tun, aber das ist so richtig schön. Und jetzt sind wir bei der Padma, bei ihrem kleinen Projekt. Also klein ist relativ, ist da ja immer. Ich zeige euch das mal im Ganzen. Und das ist in der Tat der Ort, wo Leonardo da Vinci gelebt haben soll. Das ist doch jetzt das Haupthaus, oder? Das ist das Haus, wo er seine Ingenieurstätigkeiten durchgeführt hat. Also Ding, wo er seine Ingenieurzeichnungen gemacht und geplant hat. Genau. Das Geburtshaus, das hatte ich erst überlegt zu bauen. Das ist aber sehr, sehr einfach gehalten. Ja. Und da habe ich mir überlegt, dass das quasi so als Anbau noch unten in den Garten reinpassen könnte, ja, genau, oder in die Nähe, dass man das quasi sagt, okay, das ist zwar das, das Geburtshaus, aber es dient halt mehr nach, im Prinzip wie eine Art Werkstatt. Ja, also wie gesagt, bei Leonardo da Vinci ist ja einer der ganz großen Köpfe und bekanntesten Personen, die in der Renaissance gelebt haben. Zum Beispiel. Ja? Also in der frühen Renaissance. Also 1400 und noch was. Also ihr müsst euch vorstellen, das war auch zur Zeit, ich glaube, Christoph Kolumbus und Martin Luther. Es sind so die Gängigen, die wahrscheinlich sehr viele kennen. Aber da gibt es ja natürlich noch viel, viel mehr. Ja, wobei... Halt. Die Medici zum Beispiel, die haben ja auch zu der Zeit gelebt. Dann gab es ja so einen bitterbösen König, der da auch gelebt hat. Der erste, ich glaube, der einer von den ersten ekligen Königen in Frankreich. Also wo die Monarchie halt auch immer mehr, also ich sag mal so, dass die Renaissance steht auch für ein Zeitalter, der, es hört sich jetzt ganz schlimm an, der Eroberung und der Vergrößerung und zusammen Schlüsse von Ländereien zu größeren Reichen. Also, wie gesagt, die Römer haben es sozusagen ja vorgemacht und die Griechen und so und dann auch die Araber halt und die Mongolen und was da nicht alles gab. Und ja, ich sag mal so, auch in Deutschland gab es ja so Stück für Stück einen Umbruch. Ihr müsst wissen, zu der Zeit gab es ganz viele kleine Fürstentümer. Ja. Also das war so, manchmal bestand dieses kleine Land quasi aus einem Haus oder einer kleinen Burg, die Ländereien drumherum, und das war dann das ganze Land von dem komischen Herrn da. Und ja, es ist halt auch die Zeit, ich glaube, die Raubritter gab es zu dem Zeit noch. Also das war so ein Mix aus alt und neu und Hochholen von alten Dingen wieder. Ja, eine ziemlich konfuse Epoche, finde ich. Barock und Gotik und Renaissance. Sehr konfus. Weil das ist ja so die großen Umschwünge in der Zeit. Weiter wegfahren, entdecken. Ja. Auf der einen Seite, also alles, was so Wissenschaft ist, hat sich weiterentwickelt, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen haben sich in der Zeit ziemlich zurückentwickelt. So mit Macht und Krieg und ja. Dann gab es ja auch ganz viele Dinge, so wie die Pest zum Beispiel und solche Sachen. Das heißt, die Ersten haben dann natürlich versucht, diese Seuchen irgendwie zu bekämpfen mit neumodischen. Und da musste man immer aufpassen, weil die Kirche dann immer gesagt hat, hey, Ketzerei. Ne? Also das war ganz, ganz schwierig. Also jede Neuerung musste man echt aufpassen, weil die Kirche halt doch irgendwo immer so noch ein bisschen höher stand.
Ne? Die haben viel, viel verhindert auch. Also da gab es. Das stimmt. Das war das Zeitalter der mutigen Leute, würde ich mal sagen. Viel untergebuttert und ja. War das dann nicht auch die Ecke, wo relativ viele Geheimbünde entstanden sind, ja, aus genau dem Grund? Genau. Genau. Ich glaube, das war auch die Zeit, glaube ich, kann das sein, die Freimaurer? Ich war nämlich auch gerade am Überlegen. So eine Untergruppierung sich entwickelt hat. Also, wie gesagt, also ganz, ganz merkwürdig. Also, da sind auch, wie gesagt, man musste sich ja irgendwie gegen die Kirche durchsetzen, weil wenn es nach der Kirche gegangen wäre, dann würden wahrscheinlich heute alle noch im Mittelalter leben. Wären die da in. Ja, vor allem das Schlimme war ja auch, wenn du dir mal überlegst, wie viel Abgaben das Volk ja zahlen musste und wie die in Prunk und Saus und Braus gelebt haben halt. Ne? Das fing ja schon an, wenn ihr euch überlegt, die haben ja schon damals diese Bischöfe und so mit Purpur und solchen Sachen waren die gekleidet. Und Purpur ist quasi ja aus einer bestimmten Läuseart wurde dieses Rot, glaube ich, gewonnen. Und das war eine sehr aufwendige und kostenintensive Herstellung von dieser Farbe. Und da könnt ihr euch das so ungefähr vorstellen. Auch diese, wenn ihr euch anguckt, wenn ihr so in manche Kirchen reinkommt, die aus der Zeit kommen. Also da fragt man sich, wie kann das angehen mit Gold und Edelstein und hast du nicht gesehen? Und das Volk ist Tatsache verhungert. Also ich werde es nie verstehen. Also ich kann mir gut vorstellen, wie wichtig das war, dass sich mutige Menschen aufgelehnt haben dagegen. Also konnte es ja nicht weitergehen. Ja. Das heißt, die Reformation fällt ja auch in die Zeit. Ne? Ja, die Freimaurer gab es übrigens schon deutlich früher. Die sind sogar schon im 13. Jahrhundert das erste Mal erwähnt. Ah. Aber es zieht sich so durch. Sozusagen. Genau, und es hat ja auch solche Geheimbünde quasi der Wissenschaftler gegeben, zu dem Zeitpunkt, wo die Kirche noch sehr argwöhnisch den Wissenschaften gegenüberstand. Ja, für die war die Erde ja auch immer noch eine Scheibe zum Beispiel. Genau. Und sowas, wie wir später ja in der Schule gelernt haben, wie Darwin und so, gab es ja dann noch nicht. Also für die war die Welt eine Scheibe, an der man quasi runterfällt. Und ja, wie gesagt, und alles quasi ja durch Gott entstanden ist. Also Themen wie die Evolution, Fortpflanzung und so gab es ja für die nicht. Ich glaube, die glauben heute teilweise noch, dass man einfach so, weißt du, Peaks macht und dann ist man schwanger. Ein bisschen später, so 1500 irgendwas, wenn man sich überlegt, oder beziehungsweise im 16. Jahrhundert, Galileo Galilei, der hat sich aufgrund seiner Wissenschaften ja hier und da richtig mit der Kirche angelegt und ist da ja dann auch wirklich, ich glaube sogar exkommuniziert worden, ja, genau, weil ihn das alles nicht religiös genug war. Genau. Und war das nicht auch so zur Zeit Nostradamus, Astrologie und Astronomie und Wahrsagerei? Ja, ja. Das war ja der Kirche alles suspekt. Mhm. Na, die haben ja anhand von Beobachtung quasi der Sterne und solche Dinge haben die ja im Grunde genommen ihre Rückschlüsse gemacht, auch mit den Jahreszeiten und, ja, und solche Dinge halt. Ne? Dass das immer ein ewiger Kreislauf ist und das eins von den anderen halt abhängig. Und die Kirche hat da gesagt, nö. Nö. Ja? Einfach nein. Einfach nö. Ja, und vielleicht kennen ja einige, wie heißt denn dieser Film? Es gibt doch so einen wunderschönen Film. Kennst du diesen Film, wo die Erde von zwei Schildkröten getragen wird? Du meinst Großartuin? Ja, das gibt's ist nicht so, nur einen Film, da gibt es ganze Bücher drüber. Ja, weil das ist so ungefähr die Vorstellung, wie gesagt, wie ihr euch vorstellen müsst, was so Nichtwissenschaftler gehabt haben. Ne? Da ging es ja auch drum, dass, wie gesagt, die einen dann immer gesagt haben, das ist eine Scheibe, da fällt man runter. Und das, wie gesagt, die Vorstellung war dann quasi die Schildkröte, die auf ihrem Rücken quasi diese Scheibe irgendwie trägt.
Wobei das ja auch wirklich die Scheibenwelt ist von Terry Pratchett. Ja, genau. Getragen von Groß Atuin, der Schildkröte, die, ich glaube, die ist da, oder wie war das? Irgendwo sind da noch Elefanten dazwischen. Ja, genau. Und da ist es auch so, wenn man über die Grenze rübergeht, fällt man runter. Ja. Und also so wie im End. Genau. Und zur gleichen Zeit, müsst ihr euch vorstellen, kamen dann die Spanier und die Portugiesen, waren ja damals so was wie eine Seemacht. Ne? Also die hatten zu dem Zeitpunkt immer mehr das Bestreben, im Grunde um rauszufinden und zu beweisen, dass es quasi nicht so ist. Obwohl das auch mich erstaunt, weil die waren ja hochgläubig. Eigentlich dieser König da von Portugal und der König von Spanien, die waren eigentlich beide katholisch strenggläubig erzogen worden. Mhm. Und trotzdem haben die quasi Seefahrer quasi engagiert, die in ihrem Namen und für ihr Reich quasi quer übers Meer fahren sollten. Angeblich, um zu beweisen, dass die Erde eben keine Scheibe ist. Ja. Ich weiß nicht, wie die das der Kirche verkauft haben. Ich weiß es. Keine Ahnung. Das aber lustig war ja, Moment, wie war das noch? Wollten, also eigentlich, wobei eigentlich wollten die doch nach China glaube genau. ich, fahren. Und zwar den Weg von, Marco Polo. Ja, genau, die wollten einen besseren Seeweg, einen kürzeren finden, weil die mussten ja immer, wenn ihr euch erinnert, wie gesagt, also wie man heute weiß, also das, was man heute weiß, ist, dass zum Beispiel nicht Christoph Kolumbus halt Amerika entdeckt hat. Der hat außerdem nicht Amerika entdeckt, sondern ich glaube Hawaii oder was. Also die Inseln quasi zwischen den nord- und südamerikanischen Kontinenten. Ja. Tatsache ist, dass die Wikinger schon weit vorher da waren. Und ich bin der Meinung, wie gesagt, die Indianer mussten ja und auch irgendwo herkommen. Nee? Worüber? Über die Beringstraße. Genau, die Beringstraße. Und warum ging das? Weil es früher mal sowas gab wie eine Eiszeit und die Kontinentalplatten, die viel näher beieinander waren. Weil ich habe mir nämlich früher als Kind nämlich immer gedacht, wo kommen denn die Indianer her? Die sind ja da nicht einfach entstanden. Die sind ja nicht einfach so plopp ausgeschlüpft oder so. Und dann habe ich mir überlegt, mit dem Wissen, was ich dann so in meiner Schulzeit erworben habe, habe ich mir das dann so vorgestellt. Also in meiner, ihr müsst wissen, dass wie ich noch zur Grundschule gegangen bin, da hatte man noch so sehr wenig Ahnung über Kontinentalplatten und über Verschiebungstheorien. Und ich hatte eine ganz super tolle Geografielehrerin, die mir ganz einfach gesagt hat, wieso sollte es nicht früher so gewesen sein, dass zu Zeiten der frühen Erde im Grunde genommen diese Platten alle mal eine waren, die auseinandergedriftet. Und das würde auch erklären, warum hier manchmal Tierarten auf zwei verschiedenen Kontinenten, die große Meere dazwischen haben, findet, manche einfach Tierarten haben, die es bei uns gar nicht gibt, so wie Australien oder so, weil einfach vollkommen anderes Klima, das heißt, die Evolution quasi diese ganzen Lebewesen ja irgendwie auch angepasst hat. Das erklärt auch zum Beispiel die Hautfarben. Ja. Weil wenn ich irgendwo in ein südliches Land fahre oder nach Afrika ganz lange, dann bin ich auch ganz dunkelbraun. Da werde ich auch braun oder kriege einen Sonnenbrand. Und braun ist ja nichts anderes als ein Sonnenschutz. Also das hat ja eigentlich nur etwas mit der genetischen Anpassung an die jeweilige Lebenssituation zu tun. Eher nicht. Deswegen finde ich diese ganzen heutigen Aussagen, die da manchmal getätigt werden, einen ziemlichen Schwachsinn. Das zeigt mir immer, die Leute haben keine Bildung. Weil wir brauchen uns ja nur die Kühe angucken. Also unsere Milchkühe zum Beispiel könnten in Afrika oder in Australien gar nicht überleben. Es sei denn, wir stellen künstlich quasi die Lebensbedingungen her, die wir hier in Europa zum Beispiel haben. Dann können wir unsere Milchkuh, die schwarz-weiße, bei denen aufs Feld stellen. Ganz einfaches Beispiel. Oder? Wo willst du die hinstellen? Nach Indien? Nein. Zum Beispiel, wenn du jetzt Milchkuh-Emma nimmst,
ja, die bei mir hier auf dem Feld steht, die kannst du nicht nach Afrika stellen. Die würde da eingehen. Die würde einen Sonnenbrand bekommen. Aber eine genetisch artverwandte Kuh, die den quasi angepasst ist, den afrikanischen Verhältnissen, gibt es da. Deswegen gibt es da auch Milchkühe. Aber die sehen halt anders aus, wie unsere. Genveränderte Kühe. Genau, und so ist das mit den Menschen auch. Wir sind auch genverändert. Ja. Die haben sich alle genetisch angepasst. Das hat die Natur so gemacht. Ja. Eigentlich sind wir ja sowieso alle Mutanten, weil man jeden Tag, wer weiß, wie viele Mutationen im Körper hat. Ja, du bist sowieso ein Mutant, guck dich mal an. Hat sich mal im Spiegel gesehen. Die glaube ich sofort. Mit deiner roten-grünen Farbe im Gesicht. Und, Weiß gar nicht, was du meinst. Das ist Sonnenbrand. Ja, ja, Sonnenbrand. Sagen sie alle, ja. Sieht eher aus wie Leprakranker. Mit dem die Haut enthält. Interessante also Geschichtsstunde. Könnte stundenlang zuhören. Ja, wir haben uns einfach überlegt, dass es für euch mal ganz lustig ist, im Grunde genommen von uns alten Menschen zu erfahren, wie wir so die Geschichte wahrnehmen. Weil wir sind, wie gesagt, in einer Zeit aufgewachsen, wo sich auch schulmäßig ständig alles geändert hat. Das ist echt verrückt. Also wenn ich so manchmal so meine alten Schulsachen nehme, ich weiß nicht, wie weit Padma das noch so in Erinnerung hat, aber dass wir zum Beispiel in der Grundschule ganz andere Dinge gelernt haben als später auf der Oberschule. Also vieles wurde auch revidiert, weil man einfach ein anderes Wissen hatte. Ja, also das ist ein ewiges Neuumlernen. Und das alt bin ich dann doch noch nicht. Das ist bis heute so. Ja, das, wie gesagt, das mit den, zum Beispiel mit den Kontinentalplatten, das wurde mir in der Grundschule noch ganz anders beigebracht. Ja, also man wusste zwar, dass wenn die aneinander reiben und da zur Entspannung kommt, dass es ein Erdbeben gibt. Aber zum Beispiel, dass wie gesagt, überall diese Vulkan-Dinger sind, zum Beispiel bei Japan oder so, das wusste man nicht. Ne? Also so weit war das noch nicht. Also wie gesagt, ich bin in dem Zeitalter zur Grundschule gegangen, da war dann eher interessant, wie ist der Mond beschaffen, die erste Mondlandung und so weiter. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mit 4 Jahren die Mondlandung geguckt. Da war ich live dabei nachts. Da haben meine Eltern mich aus dem Bett geschmissen. Das habe ich heute aber immer noch in Erinnerung. Die kenne ich definitiv. Das war mega spannend. Bei weitem nur aus Bilderbüchern. Ja. Oder Büchern. Ja, und wenn ihr euch überlegt, also wie gesagt, also ich bin ja auch so ein Kind, was noch mit einem Telefon mit Wähltasten aufgewachsen ist. Oh ja, das kenne ich auch noch. Was gab es noch so in meiner Zeit? Also viele Dinge. Ein Telefontelle. Also, Läden gab es ganz viele. Da gab es noch kein Aldi in dem Sinne und kein Lidl. Und eine Telefonzelle. Ja, und Telefonzelle. Und später dann, als ich klein war, gab es, oder beziehungsweise so Richtung Teenie, da gab es dann so Telefonkarten für die Telefonzellen, weil das mit dem Kleingeld so blöd wurde, ne? Ja, man musste diese 10-Pfennig-Stücke immer an dem schwarzen Apparat rumrubbeln, damit die überhaupt drin bliebe. Also und wenn das nicht funktionierte, dann hat man gelitten. Und damals, da hast du das Internet noch pro Minute gekostet. Und das Telefon auch. Mann, bist du jung. Bei mir gab es noch gar kein Internet. Es gab keine Computer, also nicht für die Öffentlichkeit. Die gab es schon, aber nicht für die Öffentlichkeit. Und vor allen Dingen, was das Witzige war, könnt ihr euch vorstellen, dass mir für 20 Pfennig, ja, also auch wenn man von zu Hause aus jemanden angerufen hat, wochenlang telefonieren konnte, ohne dass die Leitung gekappt wurde. Also ich kann mich entsinnen, als ich meine erste Wohnung hatte, dass ich, sobald ich zu Hause war, immer mit meiner Freundin telefoniert habe und quasi nachts mit dem Telefonhörer am Ohr geschlafen habe und morgens quasi zum Frühstück mit ihr wieder aufgewacht bin. Das war normal, das kostete 20 Pfennig. Aber da hast du dann auch die komplette Nacht das Telefon beziehungsweise den kompletten Anschluss in der Wohnung besetzt, weil es gab nämlich nur einen. Genau. Das heißt, bei ihr konnte keiner anrufen und bei mir auch nicht. Das war dauerbesetzt. Genau. Meine Eltern, die trieb zum Wahnsinn immer. Und als ich
Jugendliche war, war es so, man konnte sich dann entscheiden, entweder man geht mal ganz kurz ins Internet oder man telefoniert, weil alles über die gleiche Leitung ging. Genau. Ich kenne auch noch das. Ich hatte ein grünes. Zeiten von AOL. Ja, das waren lustige Zeiten. Ich habe noch nie eine Internetgesellschaft kennengelernt, die mir so viel Schadenersatz zahlen musste. Weil die Tatsache, jedes Mal, wenn bei mir alles zusammenbrach, mir eine gesamte Gebühr geschenkt haben. Das heißt, ich habe, wenn man es hochrechnet, fast ein Jahr alle Gebühren geschenkt bekommen. Weil nie da was stellt ging. Sich mir die Frage, gibt's AOL eigentlich noch? Ich glaube nicht. Das ist eine gute Frage, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind pleite gegangen. Bubu ist schuld. Ja, ich bin schuld. Ich gebe zu. Ja, und wie gesagt, auch Handys oder so. Ich habe sogar mein allererstes Handy noch. Ich hatte nämlich so ein ganz altes, schwarzes Klapp-Handy von Motorola. Telefonzellen groß, ja. Und ich lache heute noch, wenn diese Musik von Nokia kommt. Also, die kennt ihr ja alle, ne? Das ist so. Ne? Diese ewig super laute Musik, ne? Und dann dieses, wenn man dann, vor allen Dingen der eine hat ja den anderen immer nicht verstanden. Das heißt, man ist quasi schreiend mit diesem Ding durch die Gegend gelaufen. Das war so krass. Ja. Das waren so schlechte Leitungen, also das können sich die wenigsten vorstellen. Und dann meckern wir schon, wenn wir so kleine Schwankungen haben halt, ne? Das ist so. Man ist halt verwöhnt. Also ich sag mal so, ihr seid heute ganz schön verwöhnt. Hallo Stina. Dankeschön, Dankeschön. Was Ecki baut, könnte es Mont Saint-Michel sein. Nein, ist es nicht. Sonst fällt mir nichts ein. Schloss Schwanstein kann es nicht sein. Mont Saint-Michel ist gut. Also ja. Das ist schön, da war ich auch schon mal. Aber ja, das ist wunderschön. Ich habe in der Nähe, habe ich mal eine Zeit lang gelebt. Ja, weil ich liebe das Meer. Nee, aber wie gesagt, ich hab ja mal gezeigt. Also bis jetzt hat es noch keiner erraten, was der Ecki gebaut. Oh. Also keiner ist drauf gekommen, welchen Bereich wir hier noch gar nicht abgedeckt haben. Müsste man doch eigentlich mal eine Umfrage machen, wer das errät? Ja. Kommt was? Ja, könnten wir machen. Aber da müssen wir uns was überlegen, weil das ist ein bisschen schwierig in meiner Umsetzung, wie du weißt. Aber das könnte man machen. Das kriegst du ja hin, das haben wir ja schon mal hingekriegt. Wir könnten ja mal... Also an alle, das Problem ist, momentan sind nur Mitglieder sichtbar. Das ist ein bisschen schwierig, das dann zu machen. Also wir könnten es höchstens so machen, dass wir mal eine Umfrage machen. Und... Soll ich es dir nochmal zeigen, Wusimo? Soll ich dir nochmal einen Tipp geben? Ich denke mal, er ist nicht ganz so dumm, wie er gerade tut. Ich denke mal, dass er schon weiß, ob er nicht drauf kommt. Also, wir haben euch ja gezeigt, wir haben die Wissenschaft abgedeckt, wir haben die Kirchen abgedeckt. So, es gibt aber noch einen ganz wichtigen Bereich, also Hafen und Schiffe haben wir abgedeckt. Aber es gibt noch einen ganz bestimmten Bereich, deswegen rede ich ja gerade so über Ansichten, Kirche, Geheimbünde, Eroberung und solche Dinge halt und viele Bubu Kriege sappelt, und. Bubu sappelt, Bubu sappelt. Bubu sappelt, Bubu sappelt. Padma kann sich nicht mehr konzentrieren. Nein, alles gut. La 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 la. Kuckuck. Kuckuck. So, okay, ich flieg mal wieder rüber. Ich werde dir nochmal den Grundriss zeigen. Mal sehen, ob sie drauf kommen. Ja, mach das. Okay. Ist ja schon ein bisschen lustig, ne? Ja, ich find's lustig, weil das gehört auf jeden Fall zur Geschichte dazu. Vor allen Dingen auch zur deutschen Geschichte und französischen. Also ich sag mal so, das, was der Ecki baut, hat in der Form ein Franzose entwickelt. Das weiß ich. Zufälligerweise, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt.
Ein frecher Weil ich habe ja jahrelang in so einem Ding gearbeitet, weil meine Mama hat ihr Atelier da. Na, siehste. Ja. Dann auf zum fröhlichen Raten. Jo, mal schauen. Okay, lass dich mal und dann basteln wir freilich weiter. Ich bin gespannt, was hier noch alles so kommt. So, okay, ich fliege nochmal zurück. Wir werden gleich auch ein bisschen selber bauen. Ihr wollt ja schließlich wissen, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt hier bei Nonstop wieder. Das ist dieser wunderschöne Turm. So, das ist Kirche. Ne? Also alles, was Religion ist. Macht. Ne? Denkt an Macht. Sag nur, Macht. Dann haben wir hinten haben wir das Schloss von Gucci. Das ist die andere Macht. So, und ich habe ja vorhin was erzählt von Portugiesen und Spanier und ja, mal sehen. Vielleicht kommt ihr drauf jetzt. Aber das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das ist halt, es gibt ja wie gesagt drei Mächteverhältnisse, die es heute noch gibt. Ne? Eine, wenn ihr jetzt mal, es gibt die regierende Kraft, es gibt die religiöse Kraft und dann gibt es noch eine Kraft, mit der das hier zu tun. So. Zeig's nochmal. Also es ist jetzt von oben zu sehen. So. Das hat ein wie gesagt, einen ganz, ganz bestimmten Grundriss. Vielleicht kommt ihr drauf. Welche von diesen, ich sag mal, was braucht eine Stadt noch außer Regierung und Wissenschaftlern und Religion und Königssitz? Eine reiche Stadt. Mit großem Hafen und Handel und wie gesagt, Reichtum. Da ist was ganz Wichtiges. Ja, ich denke mal, dass die Form dir etwas sagt. Also, ich sag mal so, eigentlich setze ich mal immer so voraus, dass Männer das eigentlich wissen sollten, was das ist. Weil viele, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber wie gesagt, hier in Deutschland, von den Jüngeren, die würden Probleme haben, das weiß ich. Weil das ist etwas, was hier in Deutschland abgeschafft worden ist. Das gab es mal zu meiner Zeit. Also meine Brüder mussten alle noch hin. So, weiß ich das mal. Jetzt dürft ihr mal raten, was ist das? Nein. Aber du bist schon ganz nah. Es ist schon in die Richtung, wo es hingehen soll. Also es gibt so einen Oberbegriff. Versuch mal den Oberbegriff zu finden. Weil welches genau, weiß ich jetzt nicht, was Ecki macht. Aber von der Form her, wie gesagt, haben die alle. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich google mal kurz. Oh. Welches du da angegeben hast. Ja, so in der Art. Ich sag's ja, du bist da schon ganz, ganz nah. Du bist ganz nah. Es hat die gleiche Funktion. Es hat die Tatsache die gleiche Funktion. Aber es ist halt renaissancemäßig, weil das andere ist, glaube ich, sogar noch älter, was du meinst. Das ist, glaube ich, noch viel früher. Worden. Und das ist etwas, was damals ein Franzose entwickelt hat. Also diese Bauweise. Guck gerade mal, nach wem das gebaut worden ist. Das ist aus der Hochrenaissance. Einen Augenblick. Dann kann ich euch sagen, also wer nach wem das gebaut worden ist. Das ist
Ah, das habe ich leider nicht drin. Auf jeden Fall, wie gesagt, stammt das, so wie es ist. Hallo Kai, vielleicht kommst du ja drauf, was das ist. Also wie gesagt, die Richtung ist richtig, Wusimo. Die Richtung, die Denkweise ist richtig. Es hat etwas damit zu tun, was auch in diesem Castel San Angelo war. Da sind ganz bestimmte Menschen untergebracht. Vielleicht kommt der Kai ja drauf. Was das ist. Ich denke mal, Kai könnte es wissen. Also ich weiß nicht, wie gesagt, Kai, ich weiß nicht, ob du noch in deiner Jugend das machen musstest, weil es ist abgeschafft worden hier in Deutschland. Aber es hat etwas damit zu tun. Also die Römer haben es anders gemacht. Sagen wir mal so, die Römer haben so Lager gehabt. Ja, das ist schwer für euch. Also ich sag mal so, ich habe von klein auf in so einer Anlage gearbeitet. Ist das nicht das Gefängnis, in dem der Sonnenkönig drin saß? Nein, das ist nicht die Bastei. Die sieht anders aus. Die ist rund. Es ist schwierig, ich weiß. Also wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, ich habe Tatsache in so einem Ding gearbeitet. Also das hat natürlich, ja, die Funktion ist so ungefähr in die Richtung, ja. So ungefähr in die Richtung geht das, genau. Also Kaserne liegt so ganz nah. Also wenn ihr jetzt so eine Mischung zwischen der Bastion, also der Castel San Angelo hinkriegt und einer Kaserne. Ich finde das so lustig, weil wie gesagt, also ich sag mal so, diejenigen, die aus Berlin kommen, also wenn jetzt der Christian zum Beispiel da wäre, der wüsste sofort, was es ist, weil wir das in Berlin haben, es definitiv war. Es gibt noch einige in Frankreich und es gibt, glaube ich, einige noch. Ja, eigentlich gibt es die überall ein bisschen verteilt. Die einen sind gut erhalten, wie die in Berlin halt, und die anderen weniger gut. Es ist, wie gesagt, es ist eine spezielle Bezeichnung. Es hat nicht so viel damit zu tun. Ist sowas Ähnliches wie ein Pentagon. Es hat Tatsache, ja, der Vergleich ist gar nicht schlecht. Nur das eine, das ist zivil. Pentagon ist zivil. Kai sitzt auf, Kai kratzt es von deiner Zunge. Ich weiß, dass du es weißt. Ich weiß, was du meinst. Es waren Abwehranlagen. Genau, genau. Es galt als Abwehranlage. Genau, Verteidigung. Und wie gesagt, das Pentagon ist zivil, mehr oder weniger, ne? Also für zivil und so, hat bedingt militärische Eigenschaften. Also ich sag's euch mal, was wird. So, jetzt fallt ihr alle gleich vom Glauben ab, weil ihr garantiert das in eurem Kopf schon mal gehört habt. Das ist eine Zitadelle. Weil Zitadellen wohnen Tatsache als militärische Verteidigungsanlagen. Tatsache in der Renaissance gebaut. Die wurden 15. Jahrhundert. Und zwar die Zitadelle, zum Beispiel in Berlin, die ist entstanden auf slawischen Abwehranlagen. Und dann haben irgendwann, waren ja die Franzosen da mal in Berlin und die haben da halt eine Zitadelle hingekleistert. Und diese Zitadelle wurde dann irgendwann mal von Schweden besetzt. In Schutt und Asche gelegt, deswegen gibt es dort als Tatsache nur noch diesen Burgfried und wie gesagt die Mauern drumherum und einige kleine Gebäude, anderes wurde restauriert und wieder aufgebaut. Das, was ihr heute aber dort noch sehen könnt,
sind zum Beispiel die Originalkanonen. Also das sind keine Replika, sondern das sind die Originalen. Ja. Und das ist Tatsache eine Zitadelle. Jo. Genau. Ich sagte ja, du, der Vergleich mit dem Castel Angelo war nicht so weit weg. Weil auch das war eine Verteidigungsanlage, aber diese Verteidigungsanlage waren eher zum Mittelmeer. Na, während Zitadellen, wie gesagt, eher an Flüssen oder wie gesagt, ne? Und gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurden die mit recht großen Kanonen bestückt. In Koblenz nennt man die Festung Ehrenbreitstein, genau. Das war die andere. Genau, die noch gut erhalten sind. Genau. Und die haben halt immer wieder wechselnde Besitzer gehabt. Das heißt also, wie gesagt, in Berlin war es so, dass die Franzosen die erst beinhaltet haben. Und dann kamen die Schweden, haben die eingenommen und ja. Und das ist halt eine ganz, ganz typische für die Renaissance, typische Verteidigungsanlage. Also insbesondere die Zitadellen, wie gesagt, müsst ihr euch merken, die sind hauptsächlich an Flüssen entstanden. Flüssen oder großen Ebenen, die weit einsichtbar sind. Also wie gesagt, die schützen dann halt so ein bisschen die Stadt. Und wir können ja mal Ecki fragen, welche Zitadelle das genau ist. Der ist nämlich gerade gekommen. Und dann schauen wir mal. Wir gucken, wo er ist. Ja, der braucht ja immer noch einen Augenblick, bis er sich dann eingepegelt hat, weil ich nicht weiß, inwieweit seine Voice-Mod hier geht. Und den können wir gleich mal fragen. Also wie gesagt, es wird Tatsache eine Zitadelle, weil der Bereich, den wir in der Renaissance, nämlich Tatsache, vergessen hatten abzudecken, ist das Militär. Und da wollen wir euch natürlich auch zeigen, was ist typisch. Und typisch war für die Renaissance Tatsache die Zitadelle. Da waren die hochmodernen Kanonen drin und Verteidigungswaffen und solche Sachen halt. Ne? Und das Militär wurde da auch ganz anders quasi ausgestattet, als wie man das vorher noch hatte. Das heißt also, der Hang dann zu, wie gesagt, Fernwaffen ging dann doch höher. Ah, die Zitadelle. Jülich habe ich mal in ein Video über Berlin gesehen. Vielleicht kam mir deswegen die Form so bekannt vor. Ich denke mal ja, weil die Zitadelle Spandau in Berlin ist wirklich sehr bekannt. Und meine Mutter, die hat ein Atelier da halt drin, die ist Künstlerin. Und ich bin von klein auf in dieser Zitadelle quasi am Wochenende aufgewachsen, weil ich sag mal so, meine Mutter halt immer darauf geachtet hat, dass ich schön mithelfe. Das heißt, so Kunstmarkt Spandau, Zitadellenfest, also wir haben ja so ein Mittelalterfest, was wir ja immer gemacht haben und solche Dinge halt. Und ja, man kann dort heute halt auch alte Handwerke noch lehren. Es gibt eine Berufsschule dort, wo ihr alte Handwerkskünste lernen könnt. Also Tatsache, die es so heute nicht mehr gibt. So, da fliegt der Ecki durch die Gegend. So, jetzt werden wir uns mal den Ecki schnappen. Herr Ecki, Herr Professor. Herr Professor. Wo bist du denn? Hallöchen. Ja, vor dir. Dreh dich mal um. Ha. Also, dein geheimnisvolle Bauwerk wurde hiermit jetzt erraten. Ja. Wurde erraten. Von wem wurde das erraten? Wer war das? Wer ist schuld? Der Kai, der kam sehr der Sache nahe. Also ihm ist nur das Wort nicht eingefallen, aber er hat eigentlich erkannt, was es ist. Und Wusimu hat gesagt, ihm kam die Form so bekannt vor, weil er mal was gesehen hat über die Berliner Spandauer Zitadelle. Jetzt ist die Frage, lieber Ecki, welche Zitadelle baust du hier? Weil die Spandauer ist es nicht. Das sehe ich am Bau. Nein, das ist richtig. Das ist die Festung Falkenstein. Das ist die Festung Falkenstein. Das finde ich witzig, weil, wie gesagt... Nee, gar nicht. Entschuldigung. Jetzt bin ich gerade mal... Nee, sie heißt gerade... Warte mal, sie heißt anders. Sie heißt Friedrichsort, müsste das sein. Warte mal. Jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Lass mich gerade einmal kurz... Ja, guck. Weil es ist sehr ungewöhnlich, dass die wenigsten... nämlich Festung Friedrichsort. Tatsächlich, Festung Friedrichsort. Genau.
Weil das Problem an der Sache ist, dass meine heutige Zitadelle, habe ich nämlich versucht zu erklären, die einzigste Zitadelle, die ich kenne, die wortwörtlich Zitadelle Spandau heißt, in Berlin liegt, und die anderen Zitadellen, die es in Deutschland noch gibt, als solches gar nicht mehr so bezeichnet werden. Das ist ja merkwürdig. Also das ist ja auch, ja, es ist ja vielleicht auch kommt so ein bisschen auf den Zweck darauf an. Die Festung Friedrichsort gibt es so tatsächlich auch nicht mehr. Da sind nur noch von den Inneren sind so ein paar, ja, so ein paar Reste noch übrig. Man kann das noch erahnen. Und es gibt halt so ein paar Bilder und es gibt ein paar alte Zeichnungen und so weiter. Aber man weiß ungefähr, wie sie damals ausgesehen hat in dem 16., 17., 18. Jahrhundert, so die Ecke. Das war eine Festung, die hat die Hafeneinfahrt in den Hafen von Kiel bewacht. Genau. Also was ich ja erklärt habe, dass zum Beispiel, es gibt ja auch noch aus der Zeit, die ist aber noch früher, hatte nämlich einer angemerkt, es gibt das Castil d'Angelo. Und das ist ja etwas, was zum Beispiel zum Meer hingebaut worden ist. Also solche Dinge, die findet man eher auf Inseln mit diesen fetten, dicken Turm drauf, weißt du, diesen Monster. Das ist ja noch nicht mal ein Burgfried, das ist ja, weiß ich, der große Bruder von dem oder so. Und bei der Zitadelle ist es oft so gewesen, wie gesagt, in Berlin, wie gesagt, hat sie halt einen Hauptarm des Flusssystems sozusagen geschützt halt, ne? Also Spandau, ne? Da liegen ja, wie gesagt, Havel und Spree und so drumherum. Und die waren halt mit Zufahrtsflüssen da halt, sag ich mal, so ein bisschen umgeben. Und die liegt halt so günstig, dass sie halt sowohl die Hauptarme quasi kontrollieren konnten, als auch das andere. Also die liegen eher so an Flüssen und Seen oder solche Sachen. Oder eben halt auch mal an so einer Hafeneinfahrt, also so buchtmäßig, also nicht direkt am Meer. Genau, und in Kiel ist es ja so, die Kieler Förde ist ja sozusagen so eine Meeresbucht von der Ostsee aus und verjüngt sich nach innen, wo dann halt die Stadt Kiel lag oder liegt. Mittlerweile ist sie ja so groß, dass die gesamte Förde in Kiel liegt, aber damals war die Stadt halt noch kleiner. Und am Ende der Förde ist der Hafen gewesen und da, wo die Förde halt wo es von der Ostsee in diese Bucht übergeht, da liegt Friedrichsort und da hat man damals diese Festung gebaut. Die Dänen haben sie damals gebaut, um den Hafen, um die Einfahrt in den Hafen unter Kontrolle zu haben. Damals gehörte Schleswig-Holstein ja zu Dänemark und deswegen haben die Dänen damals diese Festung gebaut. Und das Witzige an der Sache, die in Berlin wurde tatsächlich von den Franzosen gebaut. Und die Franzosen haben dann diese Zitadelle in Berlin an die Schweden abgeben müssen. Das heißt, soweit sind die Schweden nach Deutschland vorgedrungen und haben diese Zitadelle tatsächlich eingenommen. Interessanterweise wurde die Zitadelle kurz nachdem sie gebaut wurde, also hier die Festung Friedrichsort, jetzt bin ich durcheinander, die Festung Friedrichsort, kurz nachdem sie gebaut wurde, auch von den Schweden erobert. Ja, die waren da ziemlich aktiv und wir hatten die mit den Zitadellen. Also, das stimmt, aber so die haben ja auch viele andere Bereiche in Deutschland, zumindest kurzfristig damals im Dreißigjährigen Krieg, erobert gehabt. Ja, Olle Vasa war das damals. Der Gustav Vasa. Ja. Ja. Mit seinen Schiffen, weil die Schiffe, der hatte nämlich den Vorteil, ihr müsst wissen, die schwedischen Schiffe hatten den Vorteil, die waren nicht tiefwässrig, das heißt, die gingen nicht so tief ins Wasser rein. Und dadurch konnten die halt im Gegensatz zu den Engländern, die sehr schwere und tiefliegende Schiffe hatten, genau wie die, ich glaube, die Spanier und Portugiesen hatten das auch, konnten die halt zum Beispiel nicht die Flüsse hochfahren, weil die Flüsse waren natürlich nicht so tief wie, ne? Und das war der Vorteil der Skandinavier, also der Schweden. Die haben sehr, sehr flachliegende Boote gehabt. Ja, die waren das haben so sie sich von ihren, das haben von sich von ihren Vorfahren abgeguckt, genau. Den Wikingern, genau. Genau. Und dadurch sind sie sehr weit ins Landesinnere gekommen. Also das ist, erstaunt mich immer wieder, wenn ihr mal überlegt, wie weit Berlin vom Meer weg ist. Ja, also wie die das gemacht haben halt. Ne? Das ist Wahnsinn. Das ist schon irre. Ich finde das cool. Und vor allen Dingen, was ich vorhin auch gesagt habe, zum Beispiel die Berliner Zitadelle, die ist auf einer slawischen
Abwehranlage gebaut worden. Die haben nämlich die Überreste unten in den Katakomben gefunden. Das heißt, es war schon immer ein strategisch wichtiger Punkt dort. Noch viel, viel früher, weil die Slaven waren ja, weiß ich wann, keine Ahnung. Sehr weit zurück. Ja, also. Das war ja ausgehendes Mittelalter damals, ne? Und das Schärfste an der Sache ist, dass diese Zitadellen und Festungen halt hochmodern für die Zeit ausgerüstet waren. Das heißt, also alles, was an modernen Kanonen vorhanden war, konnte man dort eigentlich finden. Und in der Berliner kannst du die nämlich alle noch gucken. Und das sind auch keine Replika, sondern das sind Tatsache Originale, die sie da ausgegraben haben. Das finde ich gerade so faszinierend. Also ich habe das als Kind so geliebt, also da immer wieder denen auf den Keks zu gehen und auszutragen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich hatte leider nicht das Glück, sowas in der Nähe zu haben als Kind. Das war alles schon kaputt. Ja, meine Mama, wie gesagt, die hat ja jeder gehabt und dadurch bin ich da quasi aufgewachsen in dieser Zitadelle, weil ich jedes Wochenende quasi, gab es ja immer einen Kunstmarkt oder eine Ausstellung und dann gibt es ja auch ganz viele Ateliers. Das heißt, ihr könnt da zum Beispiel auch lernen, wie man ganz alte Instrumente baut, nach wirklich originalen Vorlagen. Ganz alte Färbetechniken kann man lernen. Also alles, was man quasi auf diesem Kunstmarkt oder Mittelaltermarkt sieht, gibt es dort tatsächlich. Die Leute machen das heute noch. Und was das Coole ist, Ecki, ich wäre ja damals gerne ein Junge geworden. Weißt du warum? Da gibt es nämlich eine Berufsfachschule, wo ganz altes Handwerk gelehrt wird noch. In der Zitadelle drin. Ja, also Schmiedearbeiten und solche Sachen, weißt du? So richtig alte nach Original. Aber die waren nur für Jungs zugänglich zu meiner Zeit. Also wir Mädchen hatten immer das Nachsehen. Das war gemein. Ja. Heute ist das nicht mehr. Heute lernen da auch Mädchen. das ist aber auch ganz gut so, denke ich mal. Ja. Ja, ich finde das, wie gesagt, ich, also gerade was so Zitadellen und so angeht, ich finde das so faszinierend. Auch in Schweden habe ich viele dieser alten Abwehranlagen oder Zitadellen und Festungen besucht. Ich finde die sehr faszinierend. Also bis heute noch. Die wunderschön. Meine ganzen Fahrtenbücher sind voll davon. Ich muss halt jetzt gucken, ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher. Also sie ist zwar, ich versuche sie von den Abmessungen her in sich passend zu machen, aber sie ist nicht Minecraft-maßstäblich. Ich müsste sie wahrscheinlich 3 oder 4 Mal so groß machen. Ja, denke ich auch. Ja. Ich muss halt ein bisschen abspecken. Ja, ich muss halt ein bisschen abspecken hier und da und das nur vielleicht das ein oder andere nur andeuten. Also und wenn etwas ruiniert ist, das kann ja auch ein Angriff gewesen sein. Also warum nicht? Ja, richtig, das stimmt. Und ansonsten, wie, ob das hier mit den... Ja, dann so auch so, weil wir haben ja dieses eine von Ilu, weißt du was? Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist ja eigentlich auch kriegsmäßig irgendwie drauf. Man könnte eine Szene entwerfen, weil hier wäre nämlich Platz genug, um das dahin zu pleistern. Und so eine Art Kanonenangriff simulieren, das heißt, dass deine Zitadelle schon einige Schäden hat. Warum denn nicht? Das würde nicht. Das kann man durchaus probieren, ja, klar. Das kann man durchaus machen. Bevor ihr auf dumme Gedanken kommt und wieder mit Command-Technik was anstellt. Entweder die Zitadelle in Schutt und Asche schießen. Och, weißt du was? Man kann das ja vorher sichern, dann ist das vollkommen egal. Dann kann das auch kaputt gespielt werden. Okay, gemacht haben. Aber wie gesagt. Genau. Ihr wisst, wir sind hier immer für Überraschungen gut. Also ich denke mal, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, weil da, ich glaube, wenn der Kirito wieder Langeweile hat, dann zaubert der glatt sowas auch noch. Müssen wir mal gucken. Warum denn nicht? Ich finde sowas lustig. Ich finde sowas mega lustig. Also ich von Pompeji, also ich weiß nur, dass die Leute heute noch gerne Pompeji gucken und sich immer fragen, wie wir das gemacht haben. Vor allen Dingen unsere Henry, die ja dann immer den Kopf verliert, ne? Wo es immer plopp macht und der Kopf abfällt. Nee, wie gesagt, also jetzt wisst ihr, das ist Tatsache so, dass wir in unserem Übereifer der schönen Dinge und Wissenschaften und von mir aus auch noch die oberen 10.000 sozusagen, also das waren ja eher die oberen 100 oder so,
ja, ganz die Armee vergessen haben. Und ja, und der Ecki hat sich bereit erklärt, das jetzt zu ändern. Ja, ich bin gespannt. Ich auch, vor allen Dingen, weil das bisschen, was ich an bildlichen Informationen habe, das ist doch sehr eingeschränkt. Das heißt, ich muss da mit sehr viel Fantasie und also diverse Lücken füllen. Ich habe noch keine Ahnung, ob das später so aussieht, wie ich mir das vorstelle und ob es ungefähr der historischen Wahrheit entspricht. Das wird interessant. Ja, also Wusimu sagt zum Beispiel, in der Schweiz gibt es sowas nicht. Ich denke mal, die haben da auch eher Burgen und andere Festungen gehabt. Weil das ja relativ, also so eine Anlage quasi in der Schweiz zu bauen, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit bei eurem, ich sag mal, Land der hohen Berge 2. Guckt ihr Krokus. Da braucht man schon. Da habe ich immer an die Schweiz denken müssen. Da habe ich immer gedacht, wo bin ich hier gelandet? Also bei euch in der Schweiz fliegen sie bestimmt alle mit Elytren durch die Gegend. Für so eine Anlage braucht man schon sehr viel. Sehr viel flache Gegend und Ebene und so. Und das ist natürlich in der Schweiz nur an sehr wenigen Punkten. Und der Kaiser gerade in Koblenz steht zum Beispiel noch ein Original. Original. Und hallo Jan. Nee, bei Momentum ist ein festes Team. Eher Gebirgsfestung, genau. Bei euch sind eher so. Ja, so ähnlich was Klum und Space und so gebaut haben. Die haben ja da Burgen gebaut, hier wie die Maxburg und so. Die liegen schon eher und bei euch ist das ja noch schlimmer mit den Bergen. Also da besteht eine Burg, glaube ich, aus einem Turm und Mauern drumherum und irgendwie so auf verschiedenen Ebenen alles. Also ich glaube, die mussten viele Treppen laufen bei euch immer. Das war nicht so einfach, aber dafür waren die auch schwieriger einzunehmen. Wieso verbrennst du jetzt ein Eisbär? Schämst du dich gar nicht? Armer Eisbär. Genau. Nein, nicht mal ansatzweise schäme ich mich. Huch. Bist du wieder gesund? Komm, ich schieb dich mal. Ich habe ihn nicht gelöscht, er hat sich selber gelöscht. Er ist einfach zu eisig. Oh. Böser Professor. Immer diese Experimente. Das hat mit Böse nichts zu tun. Das sind hochwissenschaftliche Experimente. Genau. Ihr müsst wissen, unser Professor Ecki verkörpert nämlich in dieser Epoche Tatsache unseren Leonardo da Vinci. Ja. Das wird lustig werden, ja. Was hast du getan? Du kannst dir doch nicht jetzt einfach ertränken. Was sagst du? Der war vorher schon weg, der ist wohl verbrannt. Anscheinend ist er nicht feuerfest. Das war das Experiment. Sind Eisbären feuerfest? Ach, deswegen das. Ich gehe. Auf jeden Fall, wie gesagt, habt ihr heute mal so einen richtigen Geschichts-Nachhilfe-Unterricht bekommen. Wie gesagt, also wir machen uns da schon Gedanken. Es mag natürlich nicht alles immer richtig sein. Also es ist auch viel rein interpretiert und gemischt aus allen möglichen Epochenwissen. Und ja, wie gesagt, also ich habe zum Beispiel auch noch nie einen Hafen gesehen, wo ein Lavabecken ist. Ja, also ihr versteht schon, weit ich hinaus will. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, versuchen wir uns so rein nur grob und technisch ein bisschen so an das zu halten halt, was es, gesagt, in der Zeit halt gab. So, dann müssen wir mal gucken. Ich habe ja auch hier noch gar nichts gebaut heute. Wir werden jetzt erstmal die Steine hier alle so ein bisschen kopieren. Mal die Erde brauche ich hier noch. Die Falltüren brauche ich noch. Das brauche ich noch. Und die Muffelbrücke, die Muffelblöcke. Gott, und dann schauen wir mal. Also hier auf der Wand habe ich noch nichts gemacht. Und jetzt bin ich hier gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich das hier genauso machen werde. Weil es ist ja hier noch ein bisschen anders, die mit der Höhe. Okay, ich habe immer quasi. Okay, den Amboss hat man. Okay, also, ich habe das immer so. Okay. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich mache mir mal so ein Bett.
Vorne haben wir den Salat hier. Auf jeden Fall finde ich das immer sehr lustig. Wie gesagt, unsere Geschichtsinterpretation. Einige haben ja schon mitgekriegt, dass wir ja nun auch die Weihnachtsgeschichte gemacht haben. Und ihr sagt, ihr dürft das natürlich nicht alles so ernst nehmen. Also um Gottes Willen, nehmt es nicht zu ernst. Ja, also vieles ist auch immer so ein bisschen so mit Humor verbunden. So hatten wir die jetzt da drunter. Ja, im Falltür. Hi. Das heißt, hier liegen dann quasi die Falltüren. Ah, sonst kriege ich die Falltüren da wieder nicht im Plan. Okay. So, dann haben wir das hier. Wollen wir mal weiter gucken hier. Dann haben wir quasi den Notenblock daneben. Das da. Okay. Das kriegen wir hin. Ah. Heißt, hier ist dann der Notenblock und da sind die. Die sind falsch rum. Mal unten. Sonst sieht das nicht. Da müssen wir uns schon dran halten, ne? So. Okay. Das ist ja so mit Kopieren und so. Ist immer so eine Sache bei mir. So, okay. Das hier hin. Ja, nochmal Linsen. Okay, das sind zwei und eins, zwei, eins. Boah, ich denke mal, da haben wir in der Mitte das auch. Okay. Lassen wir uns nicht irritieren. So. So, wir kriegen das hin, da noch dasselbe auf der Seite zu machen. Okay. Gebirgsfestung, genau. Aber ich denke mal, ihr habt dann immer was zum Schmunzeln, wenn wir unser Geschichtsverständnis im Grunde genommen so ein bisschen euch versuchen aufzuzwingen, sag ich mal. Aber das ist wirklich so. Es war, wie gesagt, eine schwierige Zeit. Es ist einfach so. Und war das. Dann machen wir hier einfach mal. So, okay. Und dann habe ich die an der Seite. Okay. Halt an der Seite. An der Seite. So, ich muss mal kurz runter, ich bin gleich wieder da. War wieder da. Mein Mann hat nämlich eine Katze gerufen und die Katze, wenn er ruft, hört sich an wie ich. Wohl. Mann. Okay, gut. Weiter geht's. Also wie gesagt, ich habe ja schon mitgekriegt, dass einige sicher den Spaß momentan machen, so einiges nachzugucken. Und herzlich dabei lachen. Und genau das ist der Sinn der Sache, warum wir das eigentlich so machen. Damit ihr natürlich das alles nicht ganz so ernst nehmt. So, hier einen hin. Hier einen hin. Und dazwischen dieses. Ich denke mal, hier habe ich auch so. Mal den hier wegnehmen. Den da hinsetzen. Und da haben wir den. Halt. Da fehlt noch was. Okay. Okay. Hier haben wir jetzt diese Notenblöcke. Warte mal, dann nehme ich mal kurz das. Wir haben ja festgestellt, dass das ja gar nicht so schlecht aussieht. Ich bin nur gerade etwas irritiert. Haben wir die Fenster hier einen höher oder was?
Fenster da ein. Hä? Ein verschoben? Das sieht fast so aus. Wenn wir das dahin machen, das sind um einen verschoben. Das ist ja toll. Das fängt ja schon wieder gut an. Wartet mal. So. So. So merkt man dann die Fehler. Ist ja irre. So, weil nämlich dann diese Dinger da sind und dann stellen wir ja da wieder den Notenblock hin. Hier hin. Dahin. Da kommen dann die Fensterläden wieder ran. Hopp. Oh. Bin auch Momentum von Anfang an zu schauen. Im Moment bin ich bei Folge 32. Na, da hast du dir was vorgenommen. Wir sind bei Folge 122. Krass. Oder war das 123 schon? Ja, da hast du dir was vorgenommen. So, jetzt muss ich mal gucken. Einer und dann oben so ein anderer. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die einen Dinger dahin. Oh. Dann die dahin. Hier hin. Dann brauche ich mir den Amboss. Der kommt hier hin und dahin. So. So. Okay. Okay. Okay, dann kommt der quasi da. Das ist sozusagen die nächste. Okay. Bin ich ja echt gespannt. Da oben habe ich die dann auch mal. 1-1-1. 1-1. Hier hin. Hä? Da kommt doch gar nicht der hin. Ich den. Ach. So, der kommt da hin. Und nicht. So. Komm so hin. In der Mitte kommt dann der hin. Der hier. Und dann ist das Fenster nämlich auch ein. Weil wenn ich da... Nee, stimmt schon. Ah, jetzt habe ich mich... Das jetzt? Ja, das stimmt. Okay, okay, okay. Dann brauchen wir die Notenblöcke wieder, die... Hier war jetzt hin. Weil da haben wir die Dinger noch nicht. Deswegen hat mich das gerade irritiert. Okay. Okay. So, das heißt, hier müssen jetzt alle sein, bis auf eben die. Scheiben noch. Unten sind sie drin. Okay, dann kommen jetzt unsere Blümchen da rein. Blümchen. Und, oh, damit wir die hier weg haben. Und dann kommen die Dinger nochmal und dann brauche ich nochmal die. Ah, und die Muffelblöcke brauchen. Die müssen wir auch noch rein. So,
machen wir den da direkt. Ah, deswegen ist das so. Okay, ich habe schon kapiert. Da haben wir ja den drin. Deswegen. Okay, gut. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt mal die Muffelblöcke einsetzen. Hier einfach mal so wahllos wieder. Könnt ihr ja schon auch so ein bisschen austauschen. Einfach mal so. Das normale. So. Dann haben wir über die. Genau, wir hatten über die Fenster überall die. Halt. Darum. Um. Damit das so ein bisschen plastischer noch. So. Okay, und jetzt nehmen wir die Muffelblöcke und machen einfach mal. Halt. Ein bisschen random Blöcke verändern. Unterbrochen wird. Und man muss auch. Okay, hier unten ist auch genug drin. Hier könnten man auch mal den noch wegnehmen. Den hier auch. So. Den haben wir hier auch noch ein. Nehmen wir den. Okay. Gut, dann haben wir das eigentlich kopiert und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Dinger machen. Da hatte ich ja immer zwei. Ach. Zwei. Dann hatte ich überall diese Piekser. Oh. Nee, da habe ich einen sogar. Ja? Da habe ich. Okay, dann machen wir jetzt unsere Piekser und dann haben wir das eigentlich soweit die nächste Fassade hier schon mehr oder weniger fast fertig. Da bin ich immer froh, dass ich das im Kreativ machen kann. So, im Community-Server ist das schon eine andere Geschichte mit diesen Pieks-Dingern hier. So. Da geht es natürlich schneller, ne? Ja, da müsst ihr mal hoch, runter, rechts, links und so. Den hier wieder weg, den unten ran. So. Dann haben wir die Pieks-Dinger hier drauf. So, und jetzt haben wir ja hier die Seiten noch nicht. Und dann bin ich am überlegen, ob man die ganz einfach machen kann. Dass wir die gar nicht so aufwendig machen. Wir können sie natürlich. Mal schon. Bin nur gerade am überlegen, wie ich das mache. Hier unten hätte man natürlich auch diese Dinger hinstellen können, aber ich denke mal. Fangen wir am besten. Wenn ich hier oben das mache, dann sitzt ja das. Ja. Am Ende müssen wir natürlich immer diesen einen übrig lassen. Den hier. Ne? Der muss da dahin. So, dann gucken wir mal. Und dann zwischen den Fenstern, wie gesagt, hätten wir dann auch immer so. Problem ist nur, wir kriegen hier natürlich nicht diese schönen Fensterläden bei jedem Fenster hin, aber zumindest rechts und links. Okay, machen wir mal. Einfach. Ich denke, dass es könnte. Okay. Dann setzen wir da mal den hin und den hin. So. Den holen wir uns das Gitter. Da, das Widget. Da, halt. Den hier, sondern da. So, dann holen wir uns mal die Ambusse. Stellen die jetzt
Irren. Wie gesagt, ihr dürft das ja mal nur als Tiere sehen. Ne? So ein Tierelement von dem Haus. Also die haben natürlich in dem Moment nicht mehr die Bedeutung von dem Amboss. So, und jetzt muss man gucken. Jetzt müssen wir die hier nehmen. Packen jetzt mal überall so Ding auf. Das heißt, die werden jetzt. Ja. So, okay. Das heißt, so würde jetzt quasi das aussehen. Jetzt brauchen wir natürlich noch diese Fensterläden, die hier. Müssen wir da auch noch ran basteln. Da passt aber nur da und da eins rein. Und das geht. So, schauen wir doch mal. Ja, ich würde sagen, wir machen das so. Dass wir die Seite so machen. Oder was meint ihr? Das geht doch. Ich finde das gar nicht so schön. Dass man das so alles ein bisschen einheitlich macht. Wir müssen ja nicht ganz so ausgefallen sein. So, das heißt, das Muster wiederholen wir jetzt quasi hier auch nochmal. Okay. Hier. Ja. 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 Dann hier. Ja. 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 So, und hier sind es dann zwei. Da sind wir dann draus, weil da brauchen wir nicht extra noch ein Dach rüber basteln. Da funktioniert das dann so. Oh, jetzt brauchen wir die Gitter. Oh. Und so sieht es dann auch schon wieder unterschiedlich. Fenster müssen wir natürlich auch noch einsetzen. Machen wir gleich. Ah. Haben wir die oben hier drin? Okay, dann machen wir das jetzt hier mal unten. Hopp. 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 So, dann haben wir die Fensterläden, die können wir schon reinsetzen. Halt. So, dann kommt der Notenblock wieder. Einer hier. Einer da. Dann haben wir die ganzen Ambrosse. So, dann machen wir die Falltüren wieder. Falltür. Eins. Halt. Ja. So. Okay. So, mehr können wir da eigentlich nicht machen. Ganz einfach aus dem Grund, weil das hier oben alles schon. Das heißt also, diese Muschelsteine und Geschichte machen wir dann gleich. So, jetzt gehen wir hier noch eine Etage runter. Da müssen wir das ein bisschen anders machen. Gegen. Das wäre jetzt hier quasi unten. Okay. Wie man das hier gemacht? Haben wir das so gemacht? Würde ich gar nicht so machen. Würde ich gar nicht so machen. Wir machen das anders. So, ich mach das nämlich doch. So, und dann schauen wir. Hier wäre dann einer. Hier wäre dann einer. Hier wäre einer. Hier wäre einer. Hier sind wieder zwei. Hm? So. Dann kommt hier wieder. Okay. Dann brauche ich den hier. Hm? So. Haben wir die Gitter wieder? Hopp. Na gut, haben wir jetzt das erstmal geholt. Ja, dann machen wir die Fensterläden, weil der hat mir jetzt die Fensterläden. Da, jetzt kommt da. Hm?
Okay. Dann können wir beigehen. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal Blumen. Das ist ja so. Ja, das ist doof. Wenn man das. Dann machen wir das hier auch nochmal mit den Ambossen. Okay, wir machen hier einen Notenblock hin und da einen. Weil das Problem ist, die sind nicht verdeckt. Es sei denn, ich mache das mit denen hier mit ganzen Klötzen und das will ich nicht. Das ist dann zu kompakt. Also werden wir beigehen und das auch wieder mit diesen Ambossen hier machen. Einmal. So, und dann kommen halt wieder die Deckel darauf. Das sieht einfach schön. Okay. Gut. Ja. Mal die Seite hier mehr oder weniger auch fertig. Hier geht dann halt die Treppe rein, ne? Und dann, wie gesagt, die Wege und so legen wir natürlich ja alle noch an. Das kriegen wir hin. Wir können natürlich auch da solche hinsetzen. So, okay. Das heißt, wir haben die nächste Seite sozusagen jetzt auch wieder fertig. Zeig's euch mal. Und dann seht ihr ganz einfach, ne, was man so mit kleinen Elementen machen kann. Wieso hier zu machen. Man kann natürlich hier zum Beispiel auch immer noch Sachen dann machen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ja hier diese Schilder und Falltüren genommen und dadurch kann ich hier jetzt nichts hinstellen. Aber wir können zum Beispiel beigehen und hier zum Beispiel noch Dinge hinmachen. Ja? Das geht auch hier. Also ihr könnt da auch noch Knöpfe ranbasteln und weiß ich was. Aber ich denke mal, so passt das schon. Und ihr müsst euch jetzt einfach denken, hier sind schon die Gassen drin. Ja, also das wird so Stück für Stück entwickelt sich das. Da kommt dann auch noch so hier halt dann so kleine Grünecken halt hin. Hier ist schon das Zeug gewachsen. Und ja, wie gesagt, es wird hier alles noch ein bisschen hübscher. So, jetzt haben wir immer noch die kahle Wand hier. Aber da weiß ich halt noch nicht, inwieweit, ob ich da noch was noch machen werde. Also, ob ich da noch ein Haus ranbaue. Ich denke mal, ich werde noch was quermäßig da ranbauen. Ich weiß es noch. Auf jeden Fall lasse ich das jetzt erstmal glatt. Jetzt haben wir ja hier noch diese zwei. Und dann diese zwei noch. Die anderen haben wir jetzt alle. Ne? Weil hier habe ich auch schon die Böden, glaube ich, reingezogen. Ja, die sind ja alle schon drinne. Die Böden drinne und dass man jetzt hier im Grunde genommen auch reingehen kann. Ne? Das ist überall mit Licht bestückt. Und dass man, wie gesagt, da halt jetzt Einrichtungen reinbauen kann mit Treppen und hast du nicht. So, jetzt haben wir hier noch die zwei und die zwei. Also Knochengedöns und ihr merkt halt so, diese Siedlung kriegt jetzt auch immer mehr so ihr Gesicht halt. Ne? Vom Hafen gucken, seht ihr das auch, dass das hier auch langsam Eindruck schinden kann. Weil ich habe heute mal bewusst den Shader angelassen, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt halt. Sich das entwickelt. Dass es halt ein bisschen stichtere gibt, dann gibt es welche, die haben ganz, ganz viele Verzierungen dran. Und ja. Jetzt haben wir die hier noch, die zwei. Und dann haben wir halt noch die da hinten. So, und jetzt würde ich aber trotzdem mal vorschlagen, wir gehen mal zwischendurch in die Kirche. Weil ich wollte mal gucken, weil ihr wisst ja, ich habe ja immer noch überlegt, wie ich das mit den Türmen machen kann. Da bin ich ja auch noch nicht fertig. Also ihr seht, die Padma hat hier groß Bubu mit einem kleinen Fuchs reingebaut. Das heißt, mir fehlt jetzt eigentlich hier so ein bisschen die Fläche für ein Altar, wo ich auch noch nicht so weiß, wie ich das hinmachen soll. Die Orgel oben steht. Und ihr seht, hier ist eigentlich alles schon relativ blau ausgelegt. Das, was noch fehlt, ist halt oben hinter der Orgel.
Hier ist übrigens der gute Kuschelfreund Leo, der für uns spielt. Ich weiß auch nicht, warum ich immer die Namen nicht sehe. Doch jetzt, das ist der Leo. Und diese Orgel müsst ihr wissen, also wie gesagt, ich habe die Kathedrale gebaut. Diese Orgel hier, die hat die Rio gebaut. Ich habe mir von der Rio eine Orgel gewünscht, die hier quasi reinpasst und die man von unten, wenn man jetzt hier aus der Kirche rausgeht, das kennt ihr ja so den Effekt, wenn ihr aus einer Kirche rausgeht, ihr seht die Orgel da oben drin. Vielleicht machen wir da auch noch so eine kleine technische Spielerei, aber da muss erst der Umzug komplett abgeschlossen sein, dass man vielleicht da was abspielen kann. Ich weiß, mein Team ist da immer sehr, sehr findig. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat die Padma Langeweile gehabt und hat dann irgendwann anstatt dem Kreuz Bubo und den Fuchs hier reingebaut. Naja, okay. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, meine Wendeltreppe geht schon bis nach oben. Ich zeige euch gleich mal das Problem. Also ich habe hier noch nicht weitergemacht. Da muss natürlich noch viel mehr Einrichtung. Vor allen Dingen, mein Sturz ist ja hier immer noch ab. So, also das muss ja auch noch gemacht werden. So, wir gehen mal hoch. So, hier sind wir quasi in den Abteilungen quasi, wo die etwas reicheren Leute sitzen. Die dann quasi den Blick so auf Bubu direkt genießen können oder runtergucken können halt, ne? Also so wie ihr das auch kennt. Es fehlt noch zum Beispiel so eine Kanzel, von der man dann Reden hält. Da muss ich mal gucken, wo ich die hier noch hinkleister. Keine Ahnung. Wie gesagt, hier ist alles soweit schon fertig. Hier bin ich am Überlegen, wie ich das mache, weil die sollen das zwar abgegrenzt kriegen, aber nicht zu. Und dann habe ich mir überlegt, dass diese Säulen hier vielleicht gar nicht so schlecht sind, dass man das so ein bisschen säulenmäßig macht und dann vielleicht was dahin setzt. Finde ich mir noch nicht so schön. Weil es soll ja auch weiterhin so schön aussehen. Das heißt, also hier werden dann auch nochmal diese drei Säulen kommen. Und das eigentliche Problem ist eigentlich jetzt weiter oben. Also da habe ich auch hier schon alles ausgewechselt. Wir sind jetzt hinter quasi dieser wundervollen Orgel. Ja, also man kann hier natürlich durchgehen. Der Organist muss ja schließlich auch irgendwie die Kirche mal verlassen können. Das heißt, hier wird es dann so wie so eine Vorbereitungsecke geben oder so. Na, also so Aufenthalt für den Chor, für was auch immer. So, dann kann man natürlich noch weiter hoch. Und hier sind wir jetzt im Tor und die habe ich jetzt noch nicht umgebaut. Weil wie gesagt, ich muss hier nämlich einen inneren zweiten Layer noch reinfügen. Weil ihr wisst ja, von außen ist die Bubu-Göttin, genau. Von außen ist die ja granitfarben und von innen ist die prismarinfarben halt. Ne? Und ihr könnt dann hier quasi zwischen den einzelnen Türmen hin und her wechseln. Und ihr habt da halt ja, so ein Stück Orgel noch. Ich habe bis jetzt noch kein, also ich habe so ein improvisiertes Glockenspiel oben zwischen den Türmen, weil ich habe Tatsache, ob ihr es glaubt oder nicht, nicht dran gedacht, dass solche Kirchen natürlich auch Glocken drin haben. Also meine Kirche hat ein Glockenspiel, ein kleines, zeige ich euch gleich. Ja, und wie gesagt, hier bin ich mir noch nicht schlüssig, was ich mit diesen zwei Räumen hier anfange. Vielleicht eine Art Bibliothek oder keine Ahnung. Es fehlt unten zum Beispiel in dem anderen, also wo jetzt kein Treppenhaus ist, da kommt jetzt zum Beispiel die Aufecke rein und der Beichtstuhl. Solche Dinge. Na, weil als normales Publikum rennst du ja in der Kirche eigentlich nicht Treppen hoch. Außer die, die jetzt oben in der ersten Etage sitzen. Und jetzt habe ich schon überlegt, dass ich eventuell, ich weiß aber nicht, ob das nicht in Konflikt kommt mit hier. Ich muss das mal ausprobieren. Hier im Grunde genommen noch eine Balustrade einarbeite. Also hier auf der Seite würde es passen. Bei der bin ich mir nicht sicher. Weil da habe ich gerade mal, ich glaube, zwei Blöcke Platz. Das heißt, ich müsste die schräg machen. Aber es würde gehen. Das würde natürlich auch cool aussehen.
wenn man dann zum Beispiel hier oben noch so ist ja so ein Balkon hat, wo dann, weiß ich, der Chor oder was drauf ist, oder die, wenn die mal ein Konzert geben, weißt du, wo man so ein Orchester hier aufsetzen kann oder so. Ich bin da immer noch so ein bisschen, also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen Gehirnkneterei bei mir, bis ich mich dann entschließe. Und vor allen Dingen, ich muss aufpassen, dass ich hoffe, wie gesagt, also World Edit macht hier nicht so viel Sinn. Ihr seht, die Bubu steht hier schon bis zu dem Stein. Das heißt, höher kann sie nicht, weil die geht hier, seht ihr das? Die ist hier genau eingepasst. Das heißt, ich muss mir jetzt was einfallen lassen, weil es ist Tatsache 1-2 Blöcke tiefer. Das heißt, auf der Ebene, so wie ich das mitgekriegt habe. Sogar ein tiefer noch, seht ihr? Also der ganze Boden quasi ist einen so tief. So, und dann muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wie ich das mache. Jetzt habe ich schon überlegt, dass ich das hier ein bisschen wegmache und die Schuhe ein bisschen, die dann so ein bisschen draußen steht, ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken, weil ich, wie gesagt, ich muss den Altar da reinkriegen, ich muss einen Beichtstuhl. Der Beichtstuhl und soll hier irgendwo hin, eventuell hier oder da. Weil ich habe ja, oder hier den Beichtstuhl hin, ich weiß es noch nicht. Und dann kommt ja noch eine Taufecke rein, ne? Weil ihr wisst, katholische Kirche und so, ganz wichtig. Ja, wie gesagt, also da bin ich noch so ein bisschen, dass ich das vielleicht als Treppenraum mache. Das heißt, hier kommt ein Bogen noch rein oder so. Also ihr seht die Schwierigkeit, es entwickelt sich immer weiter, aber eben langsam. Und das ist halt immer das, was ich sage, wenn ihr solche großen Gebäude baut, baut sie ruhig langsam. Ja, also macht zwischendurch einfach mal vollkommen was anderes, weil dann gehen euch die Ideen auch nicht aus. Und ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich hier so gucke, ich finde die Entscheidung, dass ich das mit Blau, also mit diesem Prismarin mache, war eigentlich die beste Entscheidung. Weil am Anfang hatte ich so ein bisschen gehadert, weil ich hatte es ja eigentlich fertig. Und dann war mir das einfach zu viel Granit, zu grau, zu dunkel. Und habe einfach gesagt, komm, wir hauen jetzt einfach mal Prismarin rein. Und ich sage mir, irgendwo die Entscheidung war genau die richtige. Ja, also mit dunklen Hölzern und ein bisschen helles Holz. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich mir überlegt, ich werde hier sehr wahrscheinlich diese Balkone noch ransetzen. Ja. Also wo dann so 1-2 Sitzreihen noch sind, ich weiß es nicht, muss ich ausprobieren, wie das aussieht. Und ja, dann schauen wir mal. Und das mache ich dann nächstes Wochenende, habe ich das vor. Weil da brauche ich so ein bisschen Ruhe und Zeit und habe mir überlegt, ich werde das Samstag machen, weil da sind wir nicht so viele hier auf dem Server. Und dann kann ich relativ ruhig arbeiten. Und ihr seht, auch bei Gucci und bei den anderen, es ist wirklich wahnsinnig viel. Also wenn ihr euch mal alleine die Schule hier anguckt von der Sky. Ja, also ihr dürft ja nicht vergessen, also meine Kathedrale ist freigebaut, die hat kein Vorbild. Aber diese Schule hier, die gibt es Tatsache. Und die Niki ist da voll fleißig am Wursteln. Und schaut euch die mal bitte an. Also da kann doch jeder sagen, also der auf so eine ältere Schule gegangen ist, also ich würde hier glatt sagen, ich bin ja auf eine moderne, also aus den 70er Jahren gegangen, ja. Ich sollte ursprünglich auf ein anderes Gymnasium rauf, aus Humboldt. Und die Humboldt, die ist Tatsache so, wie die hier jetzt steht, nur dass die halt vorne so Säuleneingang hat. Aber die Humboldt, das Humboldt-Gymnasium ist auch Backstein und solche Sachen. Auch die Grundschulen, also wo ich teilweise vertretungsweise mal raufen musste. Schnall doch mal ans Wort. Es ist echt Wahnsinn, Niki, das ist ja irre. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich finde das so faszinierend, dass ihr das wirklich geschafft habt, sowohl du als auch, wie gesagt, Sky, diese Schulen hier zu kleistern, die so wirklich aussehen. Die kann man wirklich so in Deutschland sehen. Ja. An manchen Stellen aber ein bisschen improvisiert, wo man nicht sehen kann, ja, weil es keine weiteren Bilder gibt. Also das bleibt nicht aus, weil ihr dürft nicht vergessen, wir können natürlich, wenn wir in Manila spielen, keine Bordüren in dem Sinne machen.
Wir haben manchmal Probleme, bestimmte Dinge natürlich auf Bildern zu sehen. Wir müssen viel improvisieren, weil manchmal stehen die Gebäude nicht unbedingt da, wo wir gerade leben, aber wo wir mal gelebt haben, geboren sind oder wie auch immer, ne? Aber sie gibt es Tatsache. Und ihr seht ja auch hier mit den Fenstern oder so, das ist schwierig. Also würden wir die quasi im Original wirklich so bauen, das hat Ecki ja vorhin auch gesagt, dann wären diese Sachen noch viel, viel größer. Also ich glaube, seine Zitadelle alleine wäre dreimal so groß. Und ich denke mal, bei der Schule wäre das hier auch der Fall. Also wenn man das wirklich original Stein für Stein so bauen würde. Ja, also dann wären die Dinger hier alle doppelt und dreifach so groß. Also jetzt muss nicht sein. Nö, das reicht schon so. Wir sind ja keine Ameisen. Wir fühlen uns ja sowieso schon ziemlich lost hier zwischen den Riesengebäuden. Kommen mir mal so klein vor. Ja, nee, wie gesagt, aber das ist echt Wahnsinn. Auch dieses Haus hier von Gutenberg zum Beispiel, das gibt es im Original. Ja. Da, das hier. Das, was Stine gebaut hat, das gibt es auch im Original. Also wie gesagt, die Schule gibt es im Original, das gibt es im Original. Meine Kathedrale gibt es nicht im Original, sondern die ist quasi zusammengesetzt aus allem, was mir so persönlich in solchen Kirchen gefällt, also Kathedralen gefallen hat, so in Bubu-Manier. Aber das Bremer Rathaus ist im Original, der Michel ist im Original, das Schloss Waldeck ist im Original und die Abtei, die hinten Nonstop baut. Das sind alles Originale, die gibt es wirklich. Hast du den Nonstop im Ohr? Ja, bloß er hat gerade viel Besuch im Chat gekriegt und er hat gerade die ganzen Namen aufgezählt. Das hat etwas gestört, wenn ich dir zuhören wollte. Ach, wirklich? Ich will dir ja zuhören. Das vergisst er immer. Ja, er vergisst immer, sich zu muten. Dann, ne? Er ist dann so in der Euphorie drin. Alles gut. Da wärt ihr ewig dran, wenn es größer wäre, ja. Also wie gesagt, wir sind ja hier schon relativ lange dran. Aber es macht auch Spaß. Es ist halt mal eine neue Herausforderung, oder, Niki? Stimmt, ja. Und wir spielen nebenbei noch ein kleines Spiel. Kannst du mir vielleicht helfen? Wobei? Wir spielen ein Spiel, wo wir aus einem Wort bei dem Ende das Wort ein neues Wort bilden müssen. Ja, ich hab echt Langeweile. Ein Wort mit Sein. Wo vorne Sein ist und hinten ein anderes Wort. Mir fällt nichts ein. Sein. Mir fällt nur ein Sein oder Nichtsein. Das ist hier die Frage. Das ist aber kein Wort. Aber es ist ein schöner Seinfeld. Spruch. Seinfeld ist ein Name. Ist eine Sitcom. Achso, das ist okay. Jo, das ist und das heißt richtig Feld oder Fels? Feld. Wie das Feld. Oder Weizen anpflanzt, sein Feld. Okay, gut, danke. Das ist eine Sitcom. Ist aber richtig lustig. Es gibt richtig zu lachen. Genau, Wusimu sagt das nämlich auch so. Ja, ich kenne das noch aus der Bubble, aus der Irrenanstalt. Die haben das auch immer gemacht. Im Discord. Dann immer, wenn ich Langeweile hatte, dann habe ich da auch mal so ein paar Wörter mich mit Tütchen gelistet. Ja, bei der Irrenanstalt bin ich auch drin. Genau, da haben wir mit Tütchen immer Gefechte gelistet. Das war manchmal sehr, sehr lustig. Bei Tütchen passt auch ins Stream. Genau. Ja, nee, wie gesagt, ich bin so ein bisschen erklären. Ich habe hinten wieder ein Haus fertig. Ich werde jetzt froh drüber. Also ein bisschen erklären hier mit der Kirche. Oh, ich werde langsam müde hier. Da wird es erst 10. Das merkt man. Ja, ist geil. Und ich habe ein bisschen das Problem wegen den Etagen innen drin. Wegen den Etagen? Ja, weil die sind alle so unterschiedlich. Also das ist echt schwierig da. Wir haben das jetzt schon so weit, wie wir es eben hatten, eingeführt. Aber wenn du das hier siehst, hier ist schon unterschiedlich. Ja. Wenn du da hoch guckst, dann siehst du schon, dass das alles komplett unterschiedlich ist. Nur das hier hinten haben wir halt gleich hochgekriegt. Viele schöne Treppen, ja. Ja. Ja, ihr müsst im Grunde genommen euch jetzt eigentlich erstmal Gedanken machen, wie ihr habt ja immer diese kleinen Räume, die Flure quasi, ne? Und diese kleinen, wo Sekretariat wahrscheinlich und so weiter alles immer drin sind. Also diese kleinen Dinger. Jetzt müsst ihr euch eigentlich Gedanken drüber machen, so langsam, wie ihr die Räume aufteilt.
Habt ihr denn Bilder überhaupt vom Inneren? Jetzt mal so rumgefragt. Leider nicht. Okay, leider das heißt, nicht. Wir müssen das von dem ausgehen, wartet mal. Ich habe ja gesagt, die sieht aus, im Grunde genommen von der Bauart her, wie zum Beispiel das Humboldt-Gymnasium in Berlin. Es gibt übrigens ganz viele aus der Zeit Tatsache noch, die nach diesem Baustil gemacht sind. Und da war das oft so, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Also ihr habt ja diese geraden Fenster. Die geraden Fenster sind da hinten auch so. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz knallhart davon aus, dass das der Flur ist. Mit Treppen. Na, also ich, Flur, pass auf, ich kenne das nämlich so, dass wenn du hier reinkamst, einmal rechts eine Treppe hoch und einmal links ging. Und dann zu den oberen Räumen, weißt du? Und hier im Grunde genommen, das war wie so ein Flur. Also ein Flur mit Treppe quasi. Also ihr müsst euch vorstellen, ich mal nur, ja? Ich pack mal nur Erde hin jetzt. Also ja. Stell dir vor, hier quasi, ich muss mal kurz gucken, bis wohin der Flur ist. Ich glaube bis hier. Hier ist, glaube ich, die Kante, oder? Da. Hier die Kante? Könnte hier sein. Ist die Kante. So, und dann müsst ihr euch vorstellen, hier ist quasi der Flur, ja? Und dann ging quasi die Treppe erst so hoch und machte dann so einen Bogen Richtung nach oben. Weißt du, wie ich meine? Ja, das... Also du kennst das bestimmt von... Oder man kann das auch so machen, dass man ja, wie gesagt, die so nach oben kommen lässt. Ja? In die nächste Etage. Das geht auch. Weißt du, wie ich das meine? Ja? Das hast du einmal rechts und einmal links gehabt. Und dann in der Mitte hier, wie gesagt, war ja dann der Flur. Ja? Also das waren so eine... Musst du mal so alte Gerichtsgebäude von innen angucken. Die haben dieselbe Bauweise wie diese Schulen. Ich habe mal ein Praktika in einem alten Gerichtsgebäude. Ja, dann weißt du ja, wenn man da reinkommt, dann hast du so eine halbrunde da lang. Eine halbrunde da lang und in der Mitte kommst du dann zu den Räumen und da quasi kommst du auch lang und zu den Räumen, die hier alle abgehen. Aber wäre das nicht hier weiter vorne dann besser, hier in dem Raum, wo die kleinen Fenster alle nach oben sind? Ja, das könnt ihr auch machen. Also wie gesagt, es gibt ja nicht nur, pass auf, es gibt ja nicht nur ein Treppenhaus. Also bei, wie gesagt, ich gehe jetzt mal von dem Gebäude aus, was ich kenne. Da hast du einmal diese große Eingangshalle, also so wie es hier ist. Dann kannst du hier, da gehen dann die Zimmer ab, weiß ich, Lehrerzimmer, tralala. Und dann hast du extra hier hinten noch ein Treppenhaus nach oben. Weil bei uns war das nämlich so, muss ich erklären, in dem alten Gebäude, dass die Lehrer immer dieses Treppenhaus nahmen und die Schüler Tatsache hier das große nahmen. Also wir haben nie unsere Lehrer gehabt, die mit uns zeitgleich die Treppen nach oben gelaufen sind. Frag mich jetzt bitte nicht, warum. Ja. Es war so. Hab noch Bubu hier. Ja, also wie gesagt, ich bin auf mehreren, also bei uns war das so, als unsere Schule nicht restauriert wurde, sondern wir haben Anbau gekriegt für die oberen Klassen. Da war ich damals in der 10. Ja. Und dann mussten wir ausweichen auf eine andere Schule. Und das war in der Tat so eine. Und dadurch war das wirklich so. Auch in der neuen Schule, also in der modernen Schule, wo ich ursprünglich war, war das Tatsache so. Wir hatten eine Haupttreppe, wo die Schüler hochgingen. Und dann einen kleinen Gang mit einer Treppe am Ende, wo die Lehrer hochgingen. Also die Lehrer sind Tatsache bis auf die Aufsicht nicht mit uns die Treppen gelaufen. Ja? Ja. Also so ja, kenne ich das. Ich weiß nicht, wie andere das kennen. Also wie gesagt, ich war nie auf einem modernen Gebäude. Also auch in meiner Berufsschulzeit, auf den Berufsschulen, wo ich war, das war grundsätzlich so. Ja, also die Lehrer sind nie mit uns zusammen die Treppen hochgegangen. Warum auch immer. Es war so. Nur die Hofaufsicht haben oder Hallenaufsicht halt in dem Sinne, ne? Das waren dann ein, zwei Lehrer, die halt darauf geachtet haben, dass wir halt nicht die Treppen hoch und runter rannten. Da stand dann einer rechts, einer links und haben dann immer gebrüllt, wenn welche halt zu schnell gerannt sind.
Also ja, nee, das hilft mir, aber das hilft mir schon weiter. Ich baue das vielleicht nochmal für Sky nochmal vor und dann können wir das nächste Mal weitermachen. Also es müsste eigentlich auch Bilder von sowas geben. Also wie gesagt, und die Gerichtsgebäude, also wie gesagt, ich kann immer nur für Berlin sprechen. Zum Beispiel das Amtsgericht Wedding sieht innen drin genauso aus wie das alte Schulgebäude in Tegel, die Humboldt-Schule. Ja, also das sind alles so aus derselben Zeit. Ja, wie gesagt, es sei denn, man guckt sich vielleicht mal so einen alten Spielfilm oder so an, halt, wo es um Schulen geht. Aber das Problem ist halt, auch die haben viel improvisiert, ne? Das ist, man kann nicht davon ausgehen unbedingt, dass das Original ist. So meintest du, ne? Ja, genau. Also man kann sie auch so als Halbbogentreppe machen, weißt du, wo du so läufst. Um Halbbogen. Weißt du, so eine Halbbogen, eine Bogentreppe, die so da im Halbbogen läuft. Also die noch ein bisschen weiter, die noch hier lang also geht, nicht oder schräg, was? Nicht schräg, sondern so einen halben Bogen, so ein sichelförmiges Etwas. Mann, wie beschreibt man das, wenn man es nicht aufmalen kann hier? Ja, du meinst jetzt rein theoretisch, dass das jetzt hier so weitergeht. Ja, du gehst so und dann geht das so in so einem halben Bogen. Oh, das glaube ich, wird aber ganz schön schwierig umzusetzen. Ja, wie gesagt. Obwohl, man könnte natürlich auch... Ihr kriegt das hin, weil wir haben das... Warte mal, welches Haus hat denn sowas? Wo hatten wir das auch? Ich glaube, Ägypten haben wir solche Sachen gemacht. Ja, ich guck noch mal fürs Geld mich. Ja. Also, ihr werdet schon was finden. Auf jeden Fall, wie gesagt, also es ist halt nicht untypisch. Wie gesagt, hinten, da wo die kleinen Fenster sind, also quasi rechts und links ein Treppenhaus zu haben. Ja, weil, wie gesagt, die Lehrerzimmer waren ja für die Schüler tabu. Das war immer ein abgegrenzter Bereich. Und ihr dürft auch nicht vergessen, in der Zeit war es, glaube ich, noch so, dass der Schuldekan, also sowas wie ein Hausmeister war das ja auch, der Schuldekan und der Direktor, sehr oft auch der Direktor, Tatsache in der Schule gewohnt haben. Ja. Also, ich sag mal so, fliegende Klassenzimmer noch weiter rückwärts, epochenmäßig. Fliegende Klassenzimmer ist ja wie ein Internat. Aber das ist so ungefähr dieses Gefüge da, was da waren. Also ich kann auch, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Direktor und der Dekan, also der Dekan, das weiß ich, der hat in der Schule gelebt. Das war ja sowas wie der Hausmeister, Aufsichtsperson, Mädchen für alles halt, ne, der aufgepasst hat, dass jeder die Schulordnung einhält, die Schule sauber ist, der das alles so koordiniert hat. Ich sage mal, das Mädchen für alles, für den Schuldirektor halt, ne? Mhm. Ja, wie gesagt. Ja, ich guck mir das mal an. Auf jeden Fall danke für den Tipp. Jo, okay, gern geschehen. Gern geschehen. Also wie gesagt, das Witzige ist auch, wenn man die Bücher von Hanni und Nanni liest, da ist das Internat Tatsache noch relativ zurück. Ja. Also, du wolltest das jetzt von der Padma oder von der Bubu? Weil du eben Padma gesagt hast, Non. Ich habe leider einen kleinen Wurm im Ohr, der wollte gern, dass du einmal zu ihm kommst. So ein kleines Nonstop-Würmchen. Und was wolltest du gerade für eine Frage stellen? Genau. Ich wollte fragen, ob er mir schon wieder eine Frage stellt. Ja, das wirst du dann sehen, wenn du da bist. Okay, ich nehme den Klöppel schon mal mit. Der Bestrafungsklöppel. Ja, nimm den Bestrafungsklöppel. Ja, wie gesagt, denk dran, es wurden Schüler früher auch bestraft. Ja? Mit Karzer und sowas. Nicht mit dem Harzer, mit dem Karzer, mit K, die Kirche. Ja. Okay. Er freut sich schon. Ja, ja. Ich freue mich auch schon in den Puppetzwollzaun. Was gibt's denn hier schon wieder? Wasserspenden. Okay. Okay.
Gut, dann fliegen wir mal rüber, den lieben Nonstop mal wieder beehren, was er denn wieder für ein Problem hat. Wetten, dass er gleich den Spruch wieder loslässt, mit der ich habe da mal eine Frage. So, wo steckt der Herr denn? Da oben auf dem Dach. Ah. Hui! Na, auf dem Dach. Sie haben ja, gerufen. Guten Tag. Ja, wollte mal wissen, was du mittlerweile so, dass du sagst. Sieht einfach ein bisschen so aus wie das Original. Wenn man das so für betrachtet. Ja. Habe ich alles heute gemacht. Sehr schön. Ich habe viel geredet und ein Haus dekoriert. Aha, also in dem Fall nichts gemacht. Muss auch mal sein. Ganz gemütlich den Leuten mal erklären und zeigen, was wir hier so machen. Nein, wie gesagt, ich mache ja auch. Also zwischendurch okay. Nutze ich das auch mal so, um ein bisschen eure Dinge hier zu zeigen und ein bisschen was zu dem Projekt zu erklären halt. So, ich bin mal raus, schlaft schön, letzte Wort ist von Bubu, weil mir keins einfällt, sein Feld. Genau. Sein Feld, also dem verfallenen Feld. Ja, ist noch Sitcom. Gilt also, ist ein Wort. Gibt's wirklich. Mhm. So. Gucci ist auch raus. Ja, gute Nacht, Niki. Tschüssi. Gucci auch raus? Ja, danke, danke. Ich weiß es nicht. Ja, also. Gucci hat uns auch verlassen, so wie es aussieht. Ich hab ja schon drauf gewartet, dass du wieder ankommst. Ich hab da meine Frage. Ich hab schon die Klöppel in der Hand. Ah, also die hatte tatsächlich einen Knüppel in der Hand. Ja. Nee, Erich hatte hier hinten am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, aber es irgendwie habe ich das, glaube ich, lösen können. Hey, ich hab's auch wieder gefragt, bevor du es selber probiert hast. Siehst du, und jetzt kriegst du es doch hin. Weil das ist nämlich immer das Problem bei Gucci, bei unserem Nonstop. Er fragt immer, bevor er es selber probiert. Jo. Naja, muss doch sein. Ja. Spielt ihr etwa Wortwürmer? Weil keine Ahnung, wie das Spiel heißt. Ah, die haben Langeweile. Ihr habt noch nicht genug zu tun. Aber es wäre mal gut, wenn mal irgendwann mal jemand mal vorbeikommen könnte, der ein bisschen Langeweile hat und hier überall random Blöcke austauschen könnte. Feldhamster. Mehr sage ich nicht. Das war die Hilfe, die du jetzt gekriegt hast. Was? Feldhamster? Feldhamster, das war jetzt die Hilfe, die du von mir gekriegt hast. Da, jetzt wieso kannst du das Spiel weiterspielen. Ich muss meins weitermachen. Wie gesagt, ich muss bei mir nämlich auch eine ganze Menge. Wildschirm. Aha, aha, aha. Feldherr. Ja, wer weiß, was das. Vielleicht Fälscher falsch geschrieben? Feldherr. Das ist derjenige, der die Armee anführt. Das ist doch ein Feldherr. Er meint bestimmt ein Feld. Was ist wieder? Was gibt es zu lachen? Feldhamster. Ja, Feldhamster. Ja. Gibt's wirklich. So, jetzt fliegen wir wieder rüber. So, das ist ein bisschen schade, dass hier unsere Gladys das nicht geschafft hat, das ihr Problem dazu fixen. Ich denke mal, die wird das unter der Woche machen. Vielleicht hat auch ihr Monitor da einen Wackelkontakt drin. Guten Abend, lieber Lucia. Herzlich willkommen. Schön, dass du vorbeischaust. Ja, haben wir heute wieder mal so ein bisschen Geschichtsstunde gemacht hier. Nein, das Wort war schon richtig geschrieben. Ich bin immer noch im Geschichtsunterrichtsmodus. Oh Mann, ihr müsst mich wissen, Lucia, du musst mich wissen. Wir haben heute so ein bisschen Geschichtsunterricht hier betrieben. Also so ein bisschen erklärt und raten lassen, was das hier hinten wird. Und wie gesagt, weißt ja, wir sind hier in der Renaissance unterwegs. Und der Eggy hat hier so ein geheimnisvolles Gebäude vorbereitet. Weil wir hatten nämlich wirklich vor lauter Elan und Schönbauen nämlich total, wie gesagt, etwas ja total vergessen, welchen Bereich natürlich in der Renaissance auch abgedeckt werden muss.
Und es ist, wie gesagt, der Umgang mit dem Militär, weil die Renaissance steht ja auch viel für moderne Armee und solche Sachen. Und vorhin kam schon so ein paar, wie gesagt, Hinweise, was das ist. Und wir haben es dann aufgelöst. Das ist Tatsache eine Zitadelle. Und dann haben wir heute ein bisschen noch überhaupt so über die Zeit ein bisschen sinniert, für was Renaissance, die Gotik und der Barock eigentlich stehen und was gut war, was nicht so gut war. Und ja, es entwickelt sich halt, nee, so langsam. Und dann habe ich hier so ein bisschen mein Häuschen hier weiter gebastelt. Also so langsam, denke ich mal, kann man die Stadt hier erkennen. Und meine Kathedrale, wie gesagt, da bin ich immer noch so ein bisschen am Hadern, weil ich habe jetzt da natürlich schon die Orgel drinne und Padma hat mir da noch was reingestellt, wo eigentlich der Altar hin sollte. Ja, das ist der Altar jetzt. Stelle des Kreuzes und Altars. Ja, und hier oben, ich muss mal ein Stück zurück. Da sieht man halt jetzt die Orgel oben drinne und also so soll es hier mal aussehen und ich habe jetzt halt noch vor, links und rechts quasi noch Balkone anzubringen, weil ich finde das immer noch ein bisschen zu wenig luxuriös für die katholische Kirche, also die ja davon lebt, dass mit Pomp, Prunk und Angeberei ja quasi ihre Kirchen gemacht sind. Logisch, dass ich so denke. Aber wie gesagt, also weil dann kann man natürlich hier noch ein bisschen mehr rausholen. Also da ist schon relativ viel Zierde drin und jetzt fehlt halt rechts und links. Und da muss ich halt mal gucken, weil ich habe auf der Seite nämlich nur zwei Blöcke, während ich hier auf der natürlich mehr Platz habe. Inwieweit ich das mache, ich werde die wahrscheinlich vorher hier enden lassen und so ein bisschen schräg setzen, also abgerundet sind. Das kriegen wir hin. Und dann oben habe ich ja noch die Türme hier halt. Hier ist unser Organist. Ja, unser Kuschelfreund, der hier fleißig die Orgel spielt. Und ja, und hier oben drüber, wie gesagt, habe ich die Türme auch noch nicht fertig. Treppenhaus ist noch nicht fertig. Weil ich zwischendurch immer mal hier raus muss, sonst sehe ich nämlich nur noch Prismarinen und ja. Und wie gesagt, kommen ja auch mit den Häusern sonst nicht weiter und sind ja auch wichtig. Ja, und Gucci, wie gesagt, war auch fleißig. Der hat hier hinten schon fast eine halbe Stadt wieder rangekleistert. Der ist ja der Flixer wie ich. Also der hat da zusätzlich im Grunde genommen zum Krankenhaus, hat der hier hinten angefangen, Stadttor zu bauen. Wie gesagt, hier ist das Krankenhaus. Ihr wisst ja so ein bisschen Deutsch-Schweiz-Renaissance halt momentan. Also jetzt kommen langsam auch die italienischen Einflüsse noch mit dazu. Und hier ist so halt diese ärmere Gegend schon. Hier gibt es halt so wie so ein kleines Stadttor hier. Und ja. Müssen wir mal gucken, halt, also, wie sich das jetzt hier so entwickelt. Also Gucci tobt sich hier voller Leidenschaft aus. Und ja, wie gesagt, das ist halt hier das Schloss. Ich habe ihm schon gesagt, also dass er das Gelände hier ruhig weiter verwerten kann. Also ihr seht, es ist nicht mehr überall Schnee. Es ist irgendwie Frühlingsstimmung hier oben selber. Ich weiß auch nicht. Das Wasser fließt wieder. Es leckt nicht mehr. Wir sind bereits umgezogen auf dem anderen Server. Es fehlen noch so Kleinigkeiten, aber es geht voran. Also momentan zum Beispiel sind unsere Grabsteine abhanden gekommen. Was aber nicht weiter schlimm ist. Wie gesagt, wir spielen ja momentan kreativ. Das stirbt man ja eh nicht. Es sei denn, einer schreibt dann Flash Kill oder so. Und ja, und in der ganzen Stadt mittlerweile gibt es auch kleine Feuerwachen. Hier sind die kleinen Feuerwachen, die von Gucci eingerichtet worden sind. Hallo, ich wollte nicht das Ding da machen. Kleinen Feuerwachen, auch eingerichtet. Ganz schlicht und einfach, damit die Stadt dann mal brennt, natürlich. Ihr seht, wir haben mittlerweile jetzt schon so einige richtig schöne Ecken. Also unser Schulbezirk, hier ist unser Gewürzhändler drin. Also, wie gesagt, es wird. Lustiger Nonstop-Raid. Hallo.
Hallo, Lars. So, okay. Also, wie gesagt, viel Arbeit. Ich muss mir jetzt Gedanken drüber machen, wie gesagt, mit welchen Verzierungen ich diese Häuser hier mache, weil die haben wir bereits fertig. Die sind auch so weit vorbereitet, dass man sie eigentlich von innen auch einrichten kann. Also Decken sind eingezogen, es sind allerdings noch keine Treppen und nichts drin, aber es ist Licht drin und gedacht. Dann müssen natürlich sämtliche Gassen noch gemacht werden, das ganze Grünzeug muss noch her, aber den Gebäudekomplex hier mit den vier Häusern habe ich jetzt soweit fertig, also die hier zum Wasser raus sind. Die sind jetzt soweit vorbereitet, dass man sie einrichten kann. Und hallo Moni und Vinny, herzlich willkommen und vielen, vielen lieben Dank, lieber Nonstop. Auf jeden Fall, wie gesagt, es wird. Es ist noch viel Arbeit. Also Padma ist momentan gerade beschäftigt, Leonardo da Vincis Werkstätten zu bauen, der Ecki mit der Zitadelle. Niki und Sky bauen sich einen Wolf an der großen Schule da hinten, an der da, wo die Rückbank noch so ein bisschen höher aussieht. Der Nonstop quält sich durch seine Abtei. Gladys, wie gesagt, ist immer noch dabei, die Münze weiterzubauen, so wie sie früher halt war, mit dieser Reitschule da drin und mit einer Kunstausstellung. Wie gesagt, es war ja auch das Zeitalter der Kunst. Und Stine, wie gesagt, ist dabei, ihre Kirche weiterzumachen, also einzurichten. Die war heute leider nicht dabei, schade, aber nicht zu ändern. Zwischendurch, wie gesagt, ist das halt mal so. So, und dann schauen wir mal, weil die hatte sich ja ein Skelett gewünscht. Mal hier die Scheibe um. Geht mal. Ist immer gefährlich, im Kreativ irgendwo reinzugehen. Und dann hat die Rio gesagt, also ich hatte vorgeschlagen, warum hängst du nicht ein Skelett von einem Wal oben an die Decke? Weil die ist ja so hoch und die zu dekorieren, wie gesagt, ja. Und dann hat sie angefangen, ein kleines Skelett daran zu hängen und die Rio ist dann beigegangen und hat dann quasi einen ganzen Wal bei Dina in dem Michel an die Decke gehangen. Sieht man, einen ganzen Wal. Ganz Walfisch. Ja, wie gesagt, jetzt hängt hier ein Walfisch dran. Und ja, kann passieren. Man sollte hier nie was zu laut sagen. Ne? So wie bei mir halt die Bubu und der Fuchs anstelle eines Altars in der Kirche. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, also mittlerweile, wenn ich hier so langlaufe, es gibt so viele schöne Ecken mittlerweile, wo man hier langlaufen kann. Hier vorne ist noch ein bisschen kahl, da kommen auch noch Häuser hin. Also wie gesagt, so Stück für Stück halt, ne? Aber wenn man hier so durchläuft, es gibt richtig schöne, schöne Ecken schon. Schaut mal, wenn man hier so, ne? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Gassen sind hier alle fertig, dann stehen hier Karren und weiß ich was alles. Und dann kommt er hier halt so durch. Ratskeller gibt es hier halt. Ne? Hier ist der andere Eingang. Also wie gesagt, es wirkt immer mehr jetzt wie eine Stadt halt. Ne? Also wie gesagt, es fehlt halt jetzt noch halt alles, was Begrünung ist. Es fehlen die ganzen Pferdewagen und solche Geschichten noch. Aber wie gesagt, so Stück für Stück geht es halt jetzt voran hier halt. Ne? Ihr habt hier überall so kleine Gassen, wo ihr durchgehen könnt. Hier fehlt überall noch Beleuchtung und Fässer und Krempel, der da überall rumliegt. Und auch hier merkt ihr das halt, ne, dass das noch nicht fertig ist. Aber wenn ihr hier so zum Beispiel guckt, halt, ne, so mit diesen kleinen Gassen da rein und oder wenn ihr runter zum Wasser kommt und sich dann so die Schulgebäude auftun. Also es gibt so viele schöne Ecken. Und natürlich auch mal so ein bisschen frei interpretierte Dinge wie unser Gedenkgarten hier mit Goten und Leo und unsere Elisonne und so. Dann sage ich mal nach die Nonstop. Ja, wie gesagt. Und ja, es wird halt. Aber ihr seht halt, es gibt halt noch sehr viele unfertige Ecken.
Und ich finde das halt wunderschön, wenn man hier so langsam so durchläuft und so, ne? Also so die Kulisse, die jetzt entsteht. Und das ist halt das, was ich sage, verliert nicht die Geduld, macht es langsam, seid euch bewusst, es braucht wirklich seine Zeit. Also schaut mal, wie lange wir jetzt hier schon dran bauen. Und wir bauen im Kreativ halt. Jetzt stellen wir vor, wir hätten das im Survival gemacht. Aber wie lange auch, wie gesagt, mein Team hier braucht, um so eine Stadt entstehen zu lassen. Gut, heute haben wir mehr gequatscht als gebaut, aber das ist ja nicht weiter schlimm, weil das hole ich ja dann nächstes Wochenende wieder auf oder unter der Woche. Weil sobald der Server natürlich komplett ist, können wir auch wieder unter der Woche rauf. Und ja. Aber ich muss schon sagen, also es sieht halt immer schöner aus hier. Und hier hinten seht ihr, entsteht der Hafen. Da kommen auch noch überall Gebäude hin, weil die gibt es ja eine Schiffswerft. Dann kommen hier überall Schiffe hin. Und also ihr dürft gespannt sein, wie sich das hier alles noch entwickelt. Und wenn ihr überlegt, ich habe ja jetzt hier nicht für eine Sichtweite drin. Aber ich denke mal, da können wir stolz drauf sein, also was bisher hier alles so schon entstanden ist. Also ich kann euch das ja mal auf der Map zeigen. Es ist gar nicht so groß. Schaut mal. Das ist hier der äußerste Punkt hier. Ne? Das ist das Ding, was Nonstop baut. Hier hinten entsteht die Zitadelle. Hier ist quasi die Hafenanlage. Hier ist quasi alles rund ums Schloss und das Krankenhaus. Ne? Die Ecke hier, das ist so die Schweizer Ecke. Und hier in der Mitte quasi ist so, ja, die Stadt halt, ne, der Innere. Aber ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so gut. Wie lange seid ihr in dieser Epoche schon am Bauen? Ich würde mal sagen, so ungefähr 2 Monate bestimmt schon. Also jedes Wochenende. Ihr dürft ja nicht vergessen, also wir bauen ja momentan nur an dem Wochenende. Ich glaube 2 Monate, dann haben wir angefangen. Frag mich mal was Einfacheres. Warte mal, ich kann das gucken. Wartet mal. Da muss ich mal kurz einen Ordner aufmachen, dann kann ich dir das sagen. Das erste Thumbnail, wenn das entstanden ist, dann kann ich dir das sagen, wenn wir Thumb 1. Thumb 1 ist... Warum steht das Datum da nicht bei? Warte mal, das. Seit Dezember. Ja. Seit 3 Monaten. Also Dezember, wir sind hier genau raufgekommen. 16.12. haben wir hier angefangen. Also seit dem 16.12. bauen wir quasi hier. Also vorher haben wir ja, ihr dürft nicht vergessen, also ihr müsst ein bisschen Zeit abziehen. Wir haben ja vorher unser Starterdorf ausrüsten müssen und wie gesagt, ja, das Abenteuer ein bisschen gespielt noch, also die ersten Male und ja, wie gesagt, also das geht mal davon aus, so wir haben um Weihnachten so ungefähr haben wir hier angefangen. Deswegen auch die Schneelandschaft halt, ne? Das ist so. Damit das so ein bisschen authentisch in die Zeit packt und sagt, Sonne scheint, Frühling, langsam. Also, ich sag mal 2,5 Monate. 2,5 Monate. 3 Monate. Also, ich sag mal, wenn ich März jetzt rechne, komplett sind es 3 Monate. Ende März sind es 3 Monate mit 1-2 Wochen noch. Ja, weiß ich nicht, wann genau, weil wir haben ja doch ein bisschen rumgeeiert, immer mit dem Starterdorf da hinten, weil wir da bauen. Auch bauen, ne? Das ist ja immer so der Anfang, unser Starterdorf erstmal auszurüsten, was neu in der Epoche ankommt. Also sagen wir 3 Monate. Also nur die Wochenenden, ne? Wir haben nicht... Also die wenigsten haben ja Zeit gehabt, unter der Woche zu bauen. Also das ist eigentlich hauptsächlich am Wochenende entstanden. Und ich sag's ja, also es wächst langsam zusammen halt. Es ist halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil wir müssen ja auch so eine Infrastruktur reinkriegen. Und die ist nicht so ganz einfach halt, ne? Weil manche Gebäude halt ein bisschen größer sind, dann
immer so kleine Viertel und die Straßen waren ja auch nicht gerade früher. Also wir sind ja hier nicht in Rom oder so. Oder dann eine so eine Prachtallee hast und dann gehen lauter kleine Gassen ab. So ist das ja nicht. Also wenn ihr euch dann so Städte wie Lübeck und so anguckt, die sind ja aus der Zeit. Also da seht ihr das auch. Wir hätten natürlich auch erst die Mauer ziehen können und dann überall die Häuser reinsetzen können. Das hätten wir auch machen können. Wir hätten auch Lübeck nehmen können. Ja, weil Lübeck ist eine von den Hansestädten, die Tatsache fast original noch aus der Renaissance kommen. Ja, wie gesagt, aber wir wollten euch ja so ein bisschen zeigen, wo wir alle herkommen und ich denke mal, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Auf jeden Fall, wie gesagt, werden dann die ganzen Lücken noch gefüllt, da fehlen noch, ich baue jetzt quasi immer mehr Prototypen zu, die man dann halt in geänderter Form vielleicht und mit Blockvarianzen noch woanders hinstellen kann. Wir müssen mal gucken, inwieweit wir kommen. Also wie gesagt, deswegen baue ich immer momentan so eine Blockreihen hier halt. Ne? Also mal drei, mal zwei, mal ein Haus. Mal so unterschiedlich in allen möglichen Formen und Varianten. Und momentan bauen wir ja eher so die Mittelschicht. Es fehlt ja noch komplett das Armenviertel. Es fehlt hier noch das ganze Hafenviertel. Das fehlt noch. Da sehen die Häuser natürlich noch ganz anders aus, weil das sind ganz enge Kassen, sehr dunkel, wo die ganzen Spelunken und sowas waren und diese, sag mal, jetzt noch 22 Uhr Freudenhäuser und sowas alles halt, ne? Also wo die Matrosen und so gelebt haben halt und die Kleinkriminellen, die Taschendiebe und sowas alles halt, ne? Aber das wird schon. Gut, okay, wir haben es 11:30. Ich würde jetzt vorschlagen, ich werde jetzt auch so langsam zum Schluss kommen, weil mehr schaffe ich heute nicht. Ich bin heute ein bisschen aus dem Tritt gekommen, weil ich hier noch so ein paar Einstellungen machen musste. Ich muss nachher mit gucken, ob ich den Kirito noch erwische. Um zu gucken, was jetzt hier noch fehlt, damit das nächstes Wochenende natürlich alles soweit wieder funktioniert. Ihr müsst mich wissen, dass bestimmte Dinge natürlich gebraucht werden, um diese Abenteuer hier zu spielen. Die müssen dann natürlich funktionieren. Also wenn unsere Grabsteine zum Beispiel nicht gehen, ist das nicht so gut, weil wir spezielles Inventar teilweise habt. Also ihr habt ja schon gesehen, meine Mönchskleidung, ich kann die ja nochmal anlegen, damit ihr das seht. Die ist speziell von unserem Kirito gemacht worden. Ja. Ja. Ja, das ist, ich zeige euch mal von allen Seiten. Einer Mütze. Das ist, seht ihr das? Das ist eigentlich ein Kürbis, ja. Und wir haben auch, wie gesagt, spezielle Waffen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier noch finde. Nee, finde ich nicht. Da muss ich, warte mal, die müsste in meiner Kiste sein. Wartet mal. Ich habe doch vor der Kathedrale meine Kiste gefragt. Da müsste das noch drin sein. Ich hoffe, dass das noch vorhanden ist. Wir rennen mal kurz zur Kathedrale. Dann zeige ich euch das mal. Also wie gesagt, das sind halt so Sachen, die müssen funktionieren. So. Gucken. Hier ist es. Weil das sind speziell, wie gesagt, von uns designte Sachen. Ja, also, da seht ihr das, was ich da in der Hand halte? Das ist ein spezielles Kruzifix, eine Waffe. Ja, kann euch ja mal zeigen, was die hat. Ne? Rückstoß 2, Plünderung, Reparatur, Bann, Schwungkraft, Haltbarkeit 3 und so. Und das sind eben speziell für uns zusammengepixelte Dinge. Ja, und die müssen auch alle funktionieren. Weil die spielen ja auch immer eine große Rolle. Das heißt, ich muss dann auch erstmal rauskriegen, ob Padmas Piratensäbel noch vorhanden ist und solche Sachen. Also das sind so kleine Fehler, die sich jetzt beim Umzug eingeschlichen haben. Und ja, die müssen wir jetzt noch ein bisschen ausmerzen. Ich finde übrigens, ich passe wundervoll hier mit meiner kleinen Mönchskutte in die Kathedrale rein. Wartet mal, ich kann ja mal mit F4 aus mir rauswitschen. Dann können wir das mal sehen. Warte mal, Bubu. Vor der Kathedrale in Mönchskutte. Jo. Etta. Also wie gesagt, und das ist halt wichtig, dass die Sachen dann auch alle funktionieren wieder.
Und weil gerade im Survival für unsere Abenteuer ist das natürlich extrem wichtig, unsere Grabsteine zu haben. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend. Weil morgen Abend bin ich wieder auf dem Community-Server. Wie gesagt, 20:30 so in dem Dreh. Kann noch ein bisschen später werden. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja, was soll ich dazu sagen? Morgen geht es wieder in Steampunk. Ich habe mir da noch ein paar Sachen, ein paar Tricks und Dinge angeschaut, wo ich hoffe, dass sie so klappen und ich die so umsetzen kann. Weil ihr wisst, um Survival bauen ist nochmal eine andere Hausnummer. Vor allen Dingen, wie gesagt, ja, wenn man so hin und her switcht, wie ich es momentan mache. Dienstag gibt es ja wieder das Wort Pixel. Das ist ja wieder was vollkommen anderes. Das heißt, ich switche quasi zwischen drei Spielmechaniken hin und her. Das eine ist gemoddet, das hier ist im Kreativ momentan und das andere ist im Survival. Und ja, das ist eine Herausforderung. Mein Kopf, der raucht zwischendurch ganz schön fantastisch. Aber das kriegen wir alles gebacken hier. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich habe da nämlich ein paar nette Tipps gekriegt von ein paar befreundeten Spielern, die sich mit Steampunk halt so ein bisschen auskennen. Die dann gesagt haben, du kannst ja mal versuchen, das so und so zu machen, da und da was auszuwechseln und da, dass das mehr Steampunk auswirkt. Sie haben mir teilweise Bilder von ihren Gebäuden geschickt, wo sie gesagt haben, ja, guck doch mal, vielleicht kannst du ja was davon verwenden. Müssen wir mal gucken. Lasst euch am besten überraschen. Ich bin auch gespannt, wenn der Humor da dieses Luftschiffwesen-Gedöns da gebaut, bauen möchte. Weil er hatte ja gesagt, dass er da so ein Luftschiff hinsetzen möchte. Ich bin sehr gespannt. Und ansonsten, wie gesagt, lade ich sowieso jeden ein, der auf dem Community-Server ist oder auch, der noch raufkommen möchte oder so zum Spielen, wie gesagt, Mitgliedsstufe 2 als Dankeschön, wie gesagt, dass ihr uns da halt unterstützt dürft auf dem Community-Server. Wie gesagt, bin ich sehr gespannt, wer mich noch unterstützen kommt. Wir haben ja, wie gesagt, ein Portsystem da mittlerweile eingeführt, damit ihr da ohne Probleme bei mir landen könnt. Denkt dran, am Spawn nach dem Frosch suchen, der bei der Mimi im Teich sitzt, auf den drücken und dann kommt er direkt zu mir in die Steampunk Base und dann könnt ihr natürlich beigehen und mitbauen. Also, wie gesagt, eure Ideen, die Wände sind ausgetauscht. Super, ich bin gespannt. Ich freue mich auf morgen, Kai. Das wird bestimmt sehr, sehr witzig. Also ich bringe noch wieder ein paar Ideen mit, weil ich habe da welche gekriegt von ein paar Befreundeten, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzen. Die mir dann noch so ein bisschen... Ich habe auch eine Bauvorlage bekommen für ein Zahnrad, wie man die baut. Also ein richtig schönes Zahnrad. Muss ich nur gucken, ob wir das so umsetzen können. Ich brauche auf jeden Fall... weißt du, Kai, ob am Markt es Wirrholz gibt? Ich glaube nicht. Ich habe ein bisschen Wirrholz, das weiß ich. Da müsste ich auf die Suche gehen, ob ich da irgendwo was auftreiben kann, ob ich sowas noch irgendwo kriege. Vielleicht hat irgendjemand sowas, was ich eintauschen kann. Weil ich befürchte, dass meine Blöcke nicht ausreichen, weil ich brauche die Falltüren davon. Weil die passen zum Kupfer am besten. Müssen wir mal gucken. Notfalls müssen wir mal schauen, was wir da machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, freue ich mich wahnsinnig, dass ihr heute dabei seid, gewesen seid. Wie gesagt, wir hatten mir da ein paar Gedanken zu der Kirche machen. Also zu der Kathedrale hier machen. Wir werden auch die Häuser da hinten weiter dekorieren und weiter neue Häuser bauen. Aber wie gesagt, ich möchte nächstes Wochenende Tatsache erstmal die Kathedrale jetzt abschließen, weil ich denke mal, ich versuche es unter der Woche schon ein bisschen vorzubauen und euch dann zu zeigen, was da am Ende hin ist. Weil da brauche ich ein bisschen Ruhe mit dem Gebastel. Ja, wie gesagt, ich habe einige Wirrholzblöcke habe ich in den Dingern gefunden, in den Strukturen hatte ich Wirrholz gefunden. Wie gesagt, ich möchte das halt hier weitermachen. Das heißt, die beiden Türme oben.
Die beiden Balustraden möchte ich machen. Wie gesagt, dann fehlt der Beichtstuhl noch und die Taufecke und mit dem Altar muss ich mir was einfallen lassen. Eine Menge Holz und eine Menge Aufgaben für nächstes Wochenende. Jetzt unter der Woche, wie gesagt, geht's Montag, Mittwoch und Freitag auf den Community-Server. Ja. Und dienstags und donnerstag bin ich dann mit Rio und den anderen an Sweat Pixel spielen, also Koopa und Skeletto und Rio ihr Projekt. Was euch ja auch Riesenspaß macht, immer zu sehen, wie ich da so richtig schön verzweifle. Wir müssen ja noch eine Base bauen. Ich habe ja nur meinen kleinen Unterschlupf, immer noch keine Base. Also ich habe immer noch kein Haus in der Stadt, das brauchen wir dringend. Das werden wir auf jeden Fall gucken, wie wir das morgen machen. Wir werden auf jeden Fall morgen einen Bauplatz suchen. Das ist jetzt schon mal sicher, dass wir da halt gucken, wo wir da bauen können. Ich will gar nicht so groß bauen, aber wie gesagt, und dann werden wir uns eigentlich wieder drauf aufmachen, Abenteuer zu erleben, Dinge zu sammeln, die wir dann alle den anderen andrehen können. Das wird mega lustig. Und ja, jetzt wünsche ich euch eine wundervolle Nacht. Kommt gut durch den Montag. Ihr wisst, Montag ist immer Tag, ne? Freut euch auf morgen Abend und ja, ich sag mal tschüss und danke und bis morgen. Ciao, eure Bubu.